Herzlich willkommen zu unserer CSP2 Sales Champ Business School oder zu unserem CSP2 Sales Championship Series 2022. Heute mit dem Thema Microsoft 365 Defender. Auch wieder mit der Carola Pankenburg von Skillocation, an die ich auch gleich wieder übergeben werde. Aber zunächst wieder ein paar Worte zur Organisation. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet. Sie können aber Fragen über die Q&A-Chat-Funktion stellen. Und die werden wir dann am besten am Ende der Session versuchen zu beantworten. Wobei man sagen muss, dass die Agenda auch ziemlich vollgepackt ist. Und so gucken, wie wir mit der Zeit hinkommen. Und das Ganze wird auch wieder wieder aufgezeichnet und ist über wiederholtes Klicken auf den Teilnehmerlink dann auch im Nachgang abrufbar. Genau, damit Schluss mit meiner kurzen Vorrede und ich übergebe gerne an dich, Carola. Vielen Dank und dann schalte ich mich mal wieder erstmal groß, später mache ich mich kleiner ins Bild und sage auch einen schönen guten Morgen und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, auch wenn ich Sie gar nicht alle sehen kann, wie immer bei diesen Streaming-Meetings, aber ich lächle einfach in meine Kamera und tue so, als würden Sie sich alle freuen, mich zu sehen. Ich war ja beim letzten Training mit dem ganzen Tag Sales und Strategy. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen dabei war, sich das angeguckt hat, live oder schon im Nachgang aufgezeichnet hat, würde ich Ihnen immer auch empfehlen. Denn der heutige Tag, oder das ist ja kein Tag, sondern ja nur 2 Stündchen, baut natürlich auch sehr stark auf diesem ja, Grundlagentag auf. Und wir gehen an einigen Stellen durchaus auch in eine kleine Wiederholung. Ich sage immer gerne, Redundanz schafft Wahrheit. Ja. Aber wir gehen vor allen Dingen auch in die Tiefe und picken uns das Thema Defender raus. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Begriffe klären und vielleicht sind Sie schon so tief dabei, dass das für Sie ein alter Hut ist. Aber bitte aufpassen im Kundengespräch, denn ich erlebe jeden Tag auch von Microsoft-Partnern da draußen, die eigentlich tief im Thema sein sollten, wie sie die ganzen Begriffe durcheinander werfen. Defender hier, E5 dort oder E3 oder Business und dann weiß man immer nicht genau, was ist jetzt gemeint. Deswegen, ich gehe ein bisschen hier in die Ecke. Ups, den wollte ich nicht. Nee, das war der falsche, Entschuldigung. Aber mein kleiner, hat man es gesehen, kleiner Dinosaurier als Effekt mit dabei. Den hebe ich mir manchmal für die Ganztagestrainings auf. Also, wir gehen ein bisschen in die Tiefe und schauen uns die Microsoft 365 Defender Familie an. Denn, das ist ganz wichtig, das ist nicht ein Produkt, sondern, um es gleich schon vorwegzunehmen, eine Familie, die aus mehreren einzelnen Produkten besteht. Und der Familienname ist Microsoft 365 Defender. So, und darin subsumiert ist eine ganze Menge an Familienmitgliedern, die ich jetzt hier in der Agenda nicht alle aufliste. Das hebe ich mir gleich noch auf. Und das wichtigste Produkt wird natürlich der Microsoft Defender for Endpoint heute auch sein. Also das ist das, was eigentlich die meisten erstmal unter Defender verstehen, manchmal auch meinen. Und der spielt natürlich heute jetzt in den 2 Stündchen eine große Rolle und wir werden entsprechend auch in die Tiefe von dem gehen. Aber wir gucken uns auch die anderen an, schauen uns natürlich auch, wir haben ein Sales-Training heute, deswegen auch im Titel das Wort Sales mit drin. Wir gucken uns an, was ist wo lizenzrechtlich mit dabei und natürlich auch die Zielgruppe und zwar nicht nur ob große oder kleine Kunden, sondern auch wer beim Kunden. Die IT-Abteilung, ist das der richtige Ansprechpartner? Wie reagieren Kunden auf das Wort Security aus dem Hause Microsoft? Wie können wir das entsprechend da draußen positionieren und zum Teil auch einfach mal berechnen? Ja, ich meine, das Ding ist ja nicht gratis. Im Gegenteil, das Ding kostet eine ganze Menge. Welches Ding ich jetzt meine, erkläre ich gleich noch. Und da ist manchmal auch gefragt, nicht nur mit Security zu drohen, sondern eben auch den monetären Mehrwert hier ausrechnen zu können, indem eventuell andere Security-Tools eliminiert werden können oder aber auch beide eingesetzt werden. Auch das wird heute ein kleiner Fokus sein, weil da fangen wir ja nicht auf einer grünen Wiese an. Der Kunde hat ja von, ich sage jetzt mal,
Avira angefangen bis hin zu Hornet Security, zigtausend Sicherheitstools und Tülchen im Einsatz. Die gehen wir nicht alle durch, aber so einen groben Ansatz dafür, wie gehe ich damit als Partner um. Wir schauen uns natürlich auch das Thema KI und Security, also künstliche Intelligenz und Security ein kleines bisschen an versus auch, ist die Cloud mit dem, was eine Microsoft da macht, sogar sicherer als mein eigenes On-Premises Rechenzentrum. Und dabei geht es mir jetzt nicht nur um die physische Sicherheit. Wir haben in dem Strategietrag davon gesprochen, dass es einen großen Rechenzentrumsanbieter gibt, wo das Rechenzentrum abgebrannt ist und Kundendaten weg waren. Das ist ja auch eine Form von Sicherheit, aber um die geht es mir heute nicht, sondern heute wirklich das klassische Thema Security, Hackerangriffe, Ransomware und all das. Machen wir gleich. Beziehungsweise wir haben ja nochmal ein Webinar zum Thema Security. Da gehen wir mehr in Ransomware und Verhinderung davon und so weiter ein. Also heute Defender-seitig. Die Folie kennen wir eventuell schon. Das ist eine Folie, die kennt eigentlich fast jeder, der mit Microsoft zu tun hat. Die gibt es schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Ich finde auch, dass ich mich sehr schön hier so rein integriere in das Bild der Menschen. Und ich finde das so lustig, weil ich bin mir 100% sicher, dass das kein original Microsoft-internes Foto ist. Wir achten mal kurz auf die Gesichter, die man nicht sieht, alle nur von hinten, super diversifiziert, ja, alle Farben, Rassen, Geschlechter mit dabei. Wenn man da reinzoomt, sieht man auch nicht, was auf den Monitoren steht. Also auch da hat Microsoft das Thema Security sehr ernst genommen. Jetzt sieht man hier, also ich mache das immer gerne, mal ganz tief in solche Microsoft-Bilder reinzugucken, was wollen die uns sagen? Also wir sehen hier dieses Houston, wir haben ein Problem, so eine zentrale Schalte, in der 3.500 Sicherheitsexperten, das muss ich immer vorlesen, weil ich mir diese Begrifflichkeiten nicht merken kann, Cyber Defense Operations Center, der Digital Crime Unit mit dem Microsoft Threat Intelligence Center, Donnerwetter, was für Begriffe. Diese Folie und auch die Zahl ist, also ich sage jetzt mal uralt, ich kann es nicht genau belegen, aber ich würde mal sagen, die benutzt Microsoft schon seit mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Jahren und es sind nie mehr oder nie weniger Sicherheitsexperten geworden. Also ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen, die von Microsoft hier durch die Gegend schwirren. Aber um uns so eine Hausnummer zu geben, ist es, glaube ich, schon recht wichtig, das mal näher zu betrachten. Und nicht nur diese 3.500 Sicherheitsexperten, sondern eben auch die Produkte und alles, was Microsoft da macht, gibt zusammen den Satz, Microsoft ist eine Security-Firma. Und den empfehle ich Ihnen einfach mal gerne auch zu Beginn eines Kundengesprächs zu platzieren und mal zu gucken, wie der Kunde darauf reagiert. Es gibt Kunden, die nicken bestätigend und sagen, ja, unbedingt, inzwischen ist Microsoft einer der größten Security-Anbieter, Hersteller, ja, Produktanbieter der Welt. Andere sagen, und das ist psychologisch immer ganz wichtig oder salesmäßig ganz wichtig, die sagen, naja, also Microsoft und Security, wenn ich daran denke, Windows XP, ja, dann habe ich eine völlig unterschiedliche Zielgruppe, die ich auch entsprechend anders adressieren muss. Und auch da werden wir heute das ein oder andere betrachten. Und holen Sie sich bitte diese Kundenemotionalität ab, bevor wir in die Tiefe gehen, weil es nützt mir nichts, 3 Stunden über den tollen Defender beim Kunden zu reden, wenn der ein Bauchgefühl hat, was ihm sagt, naja, Microsoft und Security, dem vertraue ich keinen Meter, die wollen ja nur meine Daten, NSA, Verschwörungstheorien, machen wir alles auch im Security-Webinar noch, diese ganzen Security-Themen. Was eine Microsoft macht, das habe ich, glaube ich, auch schon gezeigt, das Bild, ist ein Graphen zu verwenden. Das hat nichts mit Baronen und Prinzessinnen zu tun, sondern es ist ein mathematisches Modell, wo es darum geht, die Knoten mit Verbindungslinien in Verbindung zu bringen. Und genau das macht ein sogenannter Graph und ein mathematischer Graph. Bitte auch immer dem Kunden mal sowas erklären. Das klingt gleich ganz anders, als wenn wir über KI reden, wenn wir das ein bisschen mathematisch erklären und begründen können. Das bedeutet, dass Microsoft E-Mails analysiert, Bedrohungen auf Geräten erkennt, ja, und das in einen Zusammenhang bringt. Das Ganze natürlich mit Azure Benutzerkonten etc. Wenn man so eine Folie dem Kunden zeigt, ganz oft die Reaktion, ja, das ist ja jetzt klar, Microsoft liest meine E-Mails.
ja, Teufel werden wir tun, dass da 3500 Menschen sitzen und sämtliche E-Mails auf der Welt lesen. Das macht niemals ein Mensch, das macht die KI. Und das ist genau das, da gehen wir nachher auch noch mal ein kleines bisschen drauf ein, weil das brauchen wir auch beim Defender. Das muss ich dem Kunden auch wieder klar machen, dass Security heute heißt, Muster zu erkennen und nicht, ach guck, da kommt ein Virus, den kenne ich, den halte ich jetzt mal raus, sondern aufgrund von Verhaltensmustern eines hereinkommenden E-Mails, einer Anwendung, die geöffnet wird, einer Webseite, die ich aufrufe, die irgendwas macht, aufgrund von Mustern erkennt, dass das eine Bedrohung ist. Und das ist sehr modern, das macht nicht nur in der Microsoft so, das machen viele große Hersteller so. Der Punkt ist aber, und das ist mein wichtigstes Sales-Argument, je mehr Daten ich habe, desto konkreter wird mein Muster und desto exakter ist meine Predictive Analytics, meine Wahrscheinlichkeitsvorhersage. Und wer sammelt die meisten E-Mails auf der Welt? Und ich nehme jetzt mal noch Hotmail und Outlook.com mit rein. Wer sammelt die meisten E-Mails in der Welt ein und kann die als Daten auswerten? Und da ist halt ein kleiner Security-Anbieter, der einen Virenscanner herstellt und mehr nicht, der hat da natürlich entsprechend weniger Daten und kann wahrscheinlich die Vorhersage nicht so prägnant treffen. Oder, lieber Kunde, den Gedanken, ob er mir nachher zustimmt oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dass ich erstmal diesen Gedanken beim Kunden platziere, was mir ein Hersteller wie eine Microsoft an KI-Vorteilen hier bieten kann. So, jetzt kommen wir zum Defender. Und jetzt bitte super aufpassen, weil ganz normal der Microsoft Defender, bitte ohne das Wort 365, müssen wir erstmal mit dem Kunden klären. Und nicht einfach auch bitte Defender sagen, sondern welchen Defender meine ich denn? Den kennen wir alle. Ich frage auch gerne mal andersrum, entweder in die Gruppe, die ich nicht sehe, oder beim Kunden. Wie heißt denn der Microsoft Virenscanner? Und es ist spannend, weil da kommen manchmal sehr unterschiedliche Aussagen. Also es kommt zum Beispiel Security Essentials. Richtig, aber den gibt es schon lange nicht mehr. Das war der Virenscanner von Microsoft für privat. Der heißt jetzt auch Microsoft Defender. Dann sagen manche System Center Endpoint Protection. Auch richtig. Und wenn ein Kunde mir das so sagt, dann weiß ich, er hat vielleicht von dem Produkt schon mal was gehört. Kurz zur Erklärung, es gibt den System Center Configuration Manager, den gibt es nicht mehr, der heißt jetzt System Center Endpoint Configuration Manager. Wenn ich jetzt 100 Euro würde ich jetzt nicht dafür bezahlen, aber ich glaube, es stimmt. Ohne meine Folien sage ich nichts. Und der hatte einen Virenscanner für den Endpunkt mit dabei, also der auf dem Endpunkt installiert wird. Und das war der System Center Endpoint Protection. Das ist jetzt auch das gleiche Werkzeug wie der Microsoft Defender mit der Kopplung in den System Center Endpoint Configuration Management Portal. Zeige ich euch gleich. Also der pure Defender ist in jedem Windows, ich glaube seit Windows 8 oder irgendwie sowas mit dabei. Auf jeden Fall in einem Windows 10 und in einem Windows 11. Vorinstalliert, kann man abschalten, muss man aber nicht. Der ist ganz gut. Fragt das den Kunden. Ja? Ihr setzt ja den Windows Defender wahrscheinlich ein, Kunde. Ist der gut? Und dann hole ich mir das Feedback. Und wieder kriege ich die Stimmung mit. Dann sage ich, ja, er mag gut sein, aber er ist auf keinen Fall ausreichend. Warum? Ich überlege gerade, warum ich die Folie gar nicht Entschuldigung. Da muss ich klicken. Warum ich die Folie gar nicht eingebaut habe, die ich an der Stelle immer habe. Das macht nichts, aber ist auf der Tonspur. Ich habe eine virtuelle Demo-Userin, die werden wir nachher auch noch kennenlernen. Die heißt Anja. Ja, die gibt es nicht wirklich. Die kriegt bei mir immer alles Mögliche so ein bisschen ab, was irgendwie in Richtung, ich habe da was nicht richtig verstanden geht. So, die Anja kriegt ein E-Mail, da steht ein Attachment drin, uralte Story, da steht drauf, I love you. Ja, der ein oder die andere von Ihnen erinnert sich. Die Anja klickt da drauf, der uralte, das war einer der größten Trojaner, die damals einen riesen Schaden angerichtet haben. Der Virus installiert sich, der Microsoft Defender springt an, kennt den Virus natürlich, sagt, keine Chance, geblockt, ja, säubert den Rechner und die Anja kann weiterarbeiten und klickt dann nochmal drauf.
Und spätestens, gleiche Geschichte, spätestens wenn sie das dritte Mal draufklickt, sollte jemand in der IT-Abteilung das mitbekommen, die Anja anrufen und sagen, hör auf, da immer drauf zu klicken, dich liebt niemand. Deswegen das Beispiel mit dem I love you und ich sehe sie lachen. Also deswegen dieses alte Beispiel mit dem I love you, weil der Virenscanner an sich mag noch so gut sein. Ich brauche ein Backend, entweder in der IT-Abteilung oder beim Partner, bei Ihnen oder bei Microsoft in der Cloud, wo ich als Portal nachher wieder mitbekomme in der IT-Abteilung, was für Attacken, auf welchen Rechnern, was ist da passiert, was waren da für Versuche, um das auszuwerten. Entweder als schicken Report oder aber auch als Basis für die KI, die mir dann wiederum Handlungsempfehlungen gibt oder eine Regel durchführt, in der automatisch was gehandelt wird. Machen wir gleich noch. Also, das ist der pure Defender. Ich zeige den einmal kurz live, dann haben wir auch ein bisschen live mit dabei. Ich muss ihn nur richtig schreiben. So, Defender gebe ich ein und man sieht sogar hier schon Windows Security und auch einige Punkte hier drin. Und man sieht, der Kenner sieht sofort, ich habe hier einen Windows 10 Rechner, der ist noch nicht umgestellt. Und in diesem Defender, in diesem Sicherheitsportal auf meinem Rechner habe ich natürlich zum einen hier den Virenbedrohungsschutz, okay, und alle möglichen Einstellungen hier mit dazu. Da komme ich im nächsten Training nochmal drauf zu sprechen. Und ich habe vor allen Dingen hier was ganz Wichtiges im Defender, nämlich die Geräte, die Device Security. Und das hat viel mit Virtualization-Based Security, TPM 2.0, Secure Boot und sowas zu tun. Und das ist ein ganz wunderbares Windows 11-Thema. Wieso Windows 10 kann das doch schon, richtig, aber bei den meisten Windows 10 Rechnern ist es nicht aktiviert. Dann sage ich, ja gut, dann kann ich sie einfach aktivieren bei Windows 10. Naja, wenn das bei Ihrem Windows 10 Device geht und der TPM 2.0 und Virtualization Based Security unterstützt, dann kann ich auch Windows 11 einsetzen. Ja, also gehört auch zum Thema Windows Defender mit dazu. Ich habe die Screenshots noch mit dabei. Wir haben, glaube ich, schon gesagt, die Folien kriegen Sie im Nachgang. Deswegen auch an der Stelle, ich habe ein paar mehr Folien, so ein paar Übersichten zum Nachschlagen. Da gehe ich schnell drüber weg, damit Sie ein paar Folien mehr bekommen, als ich tatsächlich erzähle. Also, der Defender ist auf dem Endpunkt. Und deswegen brauche ich ein Backend. Und da haben Sie jetzt schon rausgehört, der Defender vor Endpoint ist genau das Backend, was eine Microsoft hier favorisiert. Ich mache aber gleich den Überblick über alle Backends. So, die Zentrale auf dem Device haben wir angeschaut. Ob er gut ist oder nicht, soll der Kunde entscheiden. In meinem Fall ist, also das habe ich aus einem Text von einer Microsoft-Webseite, glaube ich, aus meiner Sicht ist genau das, dieser Satz hier nicht richtig, weil er ist nicht ausreichend gut. Immer mit dem Gedanken auf, wer kriegt denn mit, was der Defender an Viren alles rausgehalten hat oder auch nicht rausgehalten hat. So, und außerdem hat auch jede mögliche Zertifizierungsstelle inzwischen gesagt, sogar die Computerbild sagt, ja, der Microsoft Defender ist gut. Und wenn die das sagen, so. Also, der Defender selbst ist in Windows 10 oder 11 auch in der Pro Edition mit dabei. Ich habe ihn, wenn ich mich recht erinnere, auch markiert. Genau, da ist er. Das heißt, der pure Virenscanner in einer Windows Pro 10 oder 11 schon mit drin. Dann gibt es, und darauf gehen wir jetzt gleich ein, nämlich das Backend und das ist der Microsoft Defender vor Endpoint. Cloud-basierend bei Microsoft als Portal oder integriert in ein Endpoint-Management-Portal, macht gleich ganz ausführlich, hieß früher Microsoft Defender ATP oder Advanced Threat Protection und ist ausschließlich in einer Windows 10 oder 11 E5 Edition mit dabei. Und wenn wir mal unten die Preise angucken, ja, dann kostet ein normales Windows 10 E3 im CSP-Vertrag, beziehungsweise das ist der MOSA-Preis,
Kurz erklärt, MOSA, Microsoft Online Services Agreement oder auch WebDirect ist der Preis, den der Kunde bezahlt, wenn er direkt bei Microsoft über die Webseite einkaufen würde. Wenn Sie natürlich über die Telekom einkaufen, haben Sie andere Preise, die Sie auch selbst definieren können, wie Sie das verkaufen. Da sind Sie ja freigestellt. Da ich aber neutral sein will, benutze ich hier die Microsoft-Preise. So, wir haben einen Unterschied von 5 Euro pro User pro Monat nur für den Defender for Endpoint. Das ist ja heftig. Und da wird es auch an der einen oder anderen Stelle Kunden geben, die sagen, das ist mir zu teuer, so viel ist mir Security nicht wert. Da bleibe ich doch bei meinem Avira. Entschuldigung, die kriegen bei mir immer ein bisschen was ab, aber können wir mal separat darüber diskutieren, ob Avira gut ist oder nicht. Aber ich nehme die immer so als Beispiel. Also das muss ja ordentlich was können, dieses Ding. Was kann der denn jetzt mehr, als der pure Defender hier kann, um in dieses E5 reinzugehen? Und das hat eine Microsoft sehr häufig gehört, dass das verhältnismäßig viel Geld ist für das, was ein Tool hier so alles kann. Machen wir gleich tiefer. Mir noch wichtig, hilft Ihnen ATP, hießen früher ganz viele Produkte bei Microsoft, ja, Office 365 ATP, Windows Defender oder Microsoft Defender ATP, Azure ATP und so. Also, und dieses Advanced Threat Protection, so heißen die Produkte alle nicht mehr, wurde umbenannt. Wenn Sie aber tiefer drin sind, können Sie sich so ein bisschen dran festhalten, da wo früher ATP drauf stand, war in der Regel KI drin. Advanced Threat Protection hat meistens bei Microsoft was mit KI zu tun. Also da kann man es auch ganz gut erklären. Die Folie kriegen Sie. Wer im Strategietag schon dabei war, kennt die Folie schon. Ich erkläre auch heute nichts weiteres dazu. Bitte aufs Datum achten, weil die ist ganz super nagelneu, die Übersicht. Und wenn Sie regelmäßig in meine Trainings kommen, sind Sie relativ sicher, dass Sie immer wieder die aktuellsten Übersichten kriegen. Warum ist die neu? Auch kurz erwähnt, Windows Auto Patch ist jetzt global available. Mache ich auch nicht heute, hat nichts mit Defender zu tun. Nee, hat was mit Security vielleicht zu tun. Überlege ich, mache ich vielleicht da und ist in Windows 10 E3 oder E5 als Lizenz mit dabei. Deswegen aktuelle Übersicht. So, jetzt haben wir gesagt, wo ATP drin stand, ist jetzt Defender drin und deswegen mal eine kleine Übersicht. Ich lasse das einfach mal kurz so reinlaufen, die, ich glaube, noch nicht mal vollständig ist, aber trotzdem einen relativ guten Überblick gibt, wie diese ganzen alten Namen jetzt heißen. Ja, und der Defender for Endpoint gibt es als Plan 1, Plan 2, machen wir gleich ausführlich. Office 365 ATP, Azure ATP. Und genau, die hatte ich aufgezählt als ATPs, als eine Übersicht mit den neuen Namen. Und ich verstehe, dass man da durcheinander kommt. Jetzt haben wir den Microsoft Defender und wir haben Microsoft 365 Defender. Riesenunterschied. Ich bringe Licht ins Dunkel, hoffe ich. Vielleicht ist es auch gar nicht dunkel, vielleicht wissen Sie das schon. So, Microsoft 365 Defender habe ich eben schon, als ich die Agenda erzählt habe, besprochen, ist die Familie aus einzelnen Defender-Produkten. Und zwar haben wir eben schon kurz bei den neuen Namen gelesen, Defender for Cloud Apps, CAS oder Cloud App Security, früher der Name, Defender for Office 365, Office 365 ATP, der frühere Name, Defender for Identity, der frühere Name, tja, Azure ATP oder, jetzt muss ich gerade selber überlegen, doch Azure ATP. Und der Defender for Endpoint, Microsoft Defender ATP. Und da ist jetzt ein neuer mit dazugekommen, nämlich der Defender for Business. Machen wir auch gleich alles ausführlich. Jetzt sind alle meine Folien so aufgebaut, dass ich hier oben immer den Familiennamen stehen habe. Und dann gucken wir jeweils den Defender an, der zu der Familie dazugehört. Ich hoffe, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, aber ich fand es ganz gut, damit wir uns immer wieder erinnern. Was auch ganz gut ist, ich gehe noch mal eins zurück, wollte ich so auf diese. So, jetzt aber auf diese hier.
Es gibt kein Produkt, was wir kaufen können, was Microsoft 365 Defender heißt. Ja, das ist nur der Familienname, so wie Office auch kein Produkt ist. Office ist der Familienname von Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ja, und. Und es gibt auch kein Bundle, was wir kaufen können, auf dem Microsoft 365 Defender draufsteht, in dem dann alles drin ist, sondern das ist jeweils einzeln lizenziert oder in irgendwelchen anderen Bundles mit dabei. In welchen? Kommt natürlich auch gleich. Die ganzen Familienprodukte laufen in einem Portal zusammen. Das heißt, wenn ich den lizenziert habe, läuft er in das gleiche Portal. Wenn ich den nicht lizenziert habe, sehe ich das nicht im Portal. Relativ cool gemacht, und das Portal müssten Sie alle kennen, wenn Sie irgendwie schon mal was mit Microsoft 365 gemacht haben. Das ist security.microsoft.com. Das heißt, wenn ich im Microsoft 365, komm, ich zeige es schnell, bevor ich hier lange rum erzähle, auch ein bisschen live klicken. Wo muss ich hin? Hier. Ich muss immer unterscheiden, kurz erklärt, ich habe hier eine Demo-Firma, da habe ich die Sonnenbrille auf. Das ist eine Firma, die heißt Casa Alba Meti, und da mache ich immer meine Demo-Daten, und manchmal habe ich es nicht als Demo, da muss ich meine echte Skill-Location-Umgebung zeigen. So, da sehen wir security.microsoft.com. Ich gehe noch mal sogar noch einen Schritt weiter zurück und sage, aus dem Microsoft 365 Admin Center haben wir ja, wenn wir hier runterscrollen, die Admin Center alle mit dabei. Wenn die nicht da sind, einmal auf alle Admin Center klicken, dann sieht man alle. Und da hat Microsoft in den letzten Jahren immer mal wieder hin und her geschoben. Es gab einmal ein Security und Compliance Center. Dann haben sie es getrennt, ja? Und da ist auch, da kommen wir nachher nochmal drauf, mein Endpoint Manager, brauche ich auch gleich. Und wenn ich jetzt auf Security klicke, dann lande ich im securitymicrosoft.com, und siehe da, da steht der Familienname für die Microsoft Security-Produkte. Ist eigentlich nicht ganz richtig, weil hier steht sogar mehr mit drin. Ja, egal welches Security-Produkt ich lizenziert oder nicht habe, ich habe in dem Portal noch mehr Infos mit drin, wie beispielsweise Secure Score, mach mal im Security-Training. So, und da laufen die Produkte zusammen. Das heißt, wenn ich hier runtergehe, und das muss ich gleich auf einem Screenshot zeigen, weil jetzt habe ich doch das Falsche genommen, weil hier ist gar nichts drin. Doch, da ist es. Sehe ich hier Identität, Daten und Apps, Cloud Apps, Identity, und das, glaube ich, ist Geräte eigentlich statt Daten. Und wenn ich es lizenziert habe, läuft es hier rein. Relativ einfach zu erklären. Das heißt auch, je mehr Produkte du gekauft hast, Kunde, also gemietet hast, das ist ja eigentlich immer korrekt, desto mehr Infos bekommst du hier, die wiederum KI Daten miteinander in Verbindung bringen und vielleicht aufgrund von Geräten, Cloud-Apps und Identität eine ganz andere Bedrohung analysierbar machen, Predictive Analytics, KI, als wir vielleicht nur mit einem Tool hätten, ne? Das wollte ich kurz gezeigt haben, und weil wir gerade dabei sind, auch noch mal kurz aus dem gleichen Portal heraus geöffnet. Compliance heißt inzwischen Purview. Das ist von Microsoft vielleicht einfach auch öfter mal was Neues, damit wir was zu tun haben und mit dem Kunden darüber sprechen können. Das heißt, alles, was in Richtung Compliance, Datenschutz, Datenverschlüsselung, Dokumentenverschlüsselung und so weiter geht, bis hin zu Kommunikationscompliance oder Verhinderung von Datenverlust, heißt jetzt Purview und ist unter dem Compliance-Portal. Und das brauchen wir heute nicht. Soweit kurz live erklärt. Das war das Portal. Und wie gesagt, es gibt den Defender for Business, und jetzt gehen wir einen Schritt in die Tiefe. Erst kurz erklärt, der Defender for Business gehört, nochmal zurück auf die Folie, damit es ganz klar ist, zu dem Defender for Endpoint. Das ist das gleiche Produkt, nur mit einem anderen Funktionalitätsumfang. Gehört also im Prinzip nicht nochmal als neues Produkt in die Familie mit rein, sondern das ist ein Entweder-Oder. Ja, ich wüsste nicht, dass Kunden beides einsetzen. Also ein Entweder-Oder, um beim Kunden zu entscheiden. Kleinerer Kunde, Business-Umfeld, Defender for Business. Größerer Kunde, Enterprise E5. War das Ding ja, Windows 10 oder 11, Enterprise E5. Setzt den hier ein.
So, der Defender for Business ist von Microsoft neu rausgekommen am 1. März diesen Jahres, liegt bei 3 € pro User pro Monat, wenn ich ihn separat lizenziere und das ist eigentlich das super Spannendste daran, ist Teil von Microsoft 365 Business Premium. Jetzt müsste man natürlich wissen, was ist Business Premium? Das setze ich jetzt heute mal wirklich voraus. Wenn nicht, bitte noch mal irgendein Basistraining anschauen, damit wir das wissen. Business Premium ist ja sowieso für die kleineren Kunden, daher der Name Premium, die super Lösung für einen super Preis und ist zwar am 1. März ein Ticken teurer geworden, aber bitte, bitte beim Kunden sagen, nicht wegen des Defenders for Business. Das hat also damit nichts zu tun, der wäre sowieso teurer geworden. Das war nur eine Koinzidenz, dass der auch noch gleichzeitig rauskam. Aber der war vorher schon geplant als Preview, dass er in die Business Premium kommt, ohne den Preis zu erhöhen. Featuremäßig schauen wir uns das gleich im zweiten Teil heute ein bisschen näher an, was der jetzt genau kann und wo die Unterschiede sind. Erstmal kommt der Überflug. Mir auch ganz wichtig, wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, bitte machen. Es gibt ein sogenanntes Lighthouse Microsoft 365, auf Deutsch Leuchtturm. Warum der Name? Das ist die Idee, dass Sie ein Partner-Dashboard haben, für sich als Partner, nicht für den Kunden, in dem alle Ihre Kunden drin sind und Sie kriegen als Partner, das hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet, als Backend die Defender-Meldungen Ihrer Kunden hier reingeliefert. Also nicht nur der Kunde selbst in seinem Security-Portal, sondern auch Sie. Das heißt, Sie würden sehen, Kunde, was habe ich, neulich hatte ich eine schöne Firma, komme ich nicht mehr drauf. Hinz und Kunz, genau. Das sagten wir immer gerne, das darf ich nicht mehr sagen, weil die gibt es wirklich. Also muss ich mir jetzt mal einen anderen Kundennamen überlegen als Beispiel. Also Kunde XY, gibt es bestimmt auch, hat eine Virusmeldung oder eine Bedrohungsmeldung und Sie können den Kunden anrufen und sagen, nimm mal die Anja bitte ganz schnell vom Netz, die hat sich gerade irgendwas eingefangen oder eventuell was eingefangen, damit wir nicht die anderen infizieren. Das ist super. Warum heißt das Lighthouse, Leuchtturm? Kann man schön sich selber einmal kurz erklären, zu Gemüte führen, weil man einen 360-Grad-Blick auf seine Kunden hat. Ja, manche Namensgebungen bei Microsoft sind richtig schön, ne? So, das hat mit dem Kunden auch was zu tun, denn, können Sie dem Kunden auch gerne mal so erklären, denn das ist ja ein Security-Dienst, den Sie am Kunden erledigen, den Kunden anrufen und sich kümmern. Und das machen Sie mir bitte nicht gratis. Das ist ein erster Managed Service, ein erster Kundenservice, den Sie dem Kunden jetzt entweder nochmal für 3 € extra mit dazu verkaufen oder Sie implementieren es sozusagen gratis in Ihre Paketpreise mit rein, weil das natürlich auch eine riesen Kundenbindung ist, ne? Dass Sie hier den Kunden betreuen auf lange Sicht. Und wenn Sie es gut machen und auch wirklich schnell anrufen, wenn irgendwas ist, dann wird der Kunde Ihnen da sehr dankbar sein, dass Sie ihn vor irgendeiner Ransomware oder was auch immer geschützt haben. Also cooles Produkt, gleich kommt die Folie im Detail und gegenübergestellt mit dem Microsoft Defender for Endpoint, genau, der das alles kann. Und dieser Microsoft Defender for Endpoint ist komplett, habe ich eben gehabt auf der Übersicht, in Windows 10 oder 11 Enterprise E5 als Unterschied zum E3 mit der gesamten Funktionalität enthalten. Der Defender for Business hat nicht die gesamte Funktionalität. Deswegen ist wichtig, die Unterschiede zu klären. Was erstmal identisch ist, ist hier die Basis. Das heißt, ich habe hier nicht nur meine echten physikalischen Endpunkte hier mit drin, die unterstützt werden, sondern auch virtuelle Maschinen. Und wer sich schon mit dem Thema mal beschäftigt hat, Azure Virtual Desktop oder Windows 365 oder irgendeine VDI-Umgebung, der weiß Bescheid, was das ist. Wer das noch nicht gemacht hat, bitte unbedingt sich damit beschäftigen, weil es auch ein sehr strategisches Thema von Microsoft ist. Aber heute nicht Gegenstand bei mir. So, was haben wir noch? Wir haben Defender for Endpoint, jetzt 5-mal erklärt, ist die cloud-basierende Lösung für den Microsoft Defender auf dem Endpunkt und integriert sich, wie eben auch schon angedeutet, in das Portal.
zeige ich jetzt nicht live, weil das haben wir eben genauso schon gesehen. Und hier auf Endpunkte habe ich natürlich meine Geräteinventarisierung. Warte mal, Geräteinventarisierung haben wir doch gelernt irgendwo. Machen wir mit Intune. Yep. Intune ist immer noch das Microsoft-Produkt für Device Management und es heißt auch immer noch Intune, aber es ist, ich zeige es nachher auch live, es ist mehr drin als nur Geräteinventarisierung und Device Management. Und wenn ich Intune benutze und hier auf Geräteinventar klicke, ist das natürlich gekoppelt. Wenn ich kein Intune benutze, habe ich hier eigens eine, wenn ich das lizenziert habe, Defender for Endpoint, eine eigene Geräteinventarisierung und kann hier meine Devices auch onboarden, um sie hier zur Verfügung zu haben. Also hat nicht zwingend Intune als Voraussetzung, lieber Kunde, aber macht natürlich Sinn. So, das haben wir gemacht, habe ich live gezeigt, der Secure Score mit den entsprechenden Lizenzen. Und jetzt kommt die Neuerung, wobei so ganz neu ist es auch schon wieder nicht mehr. Seit 1.3. kam der Defender for Business und die Microsoft hat den Defender for Endpoint unterteilt in einen Plan 1 und Plan 2. Plan 2, da steht es. Ah, genau. Ist der, der komplett das Windows 10 oder 11 Enterprise E5 ausmacht. Also der identische Funktionsumfang wie früher Microsoft Defender for Endpoint. Das ist jetzt Plan 2 und abgespeckt ist Plan 1. Hier haben wir auch den Preis, 3 Euro pro User pro Monat. Genau das gleiche wie der for Business. Ja. Jetzt passiert aber Folgendes. Der Defender for Endpoint Plan 1 ist nicht in einem Windows 10 E3 mit dabei. Nein, nein, nein. Der kostet extra oder ist Bestandteil von dem großen Bundle Microsoft 365 E3. Sehr raffiniert von Microsoft zu sagen, ja, du kriegst da was, aber nur, wenn du in das größere Bundle mit reingehst. Oder solo kaufen, dann müssen wir es halt finanziell gegenüberstellen. Ab wann lohnt sich denn das Bundle? Ist immer nicht ganz einfach, solche Gegenüberstellungen zu berechnen. Deswegen schön, wenn man so schöne Übersichten hat. Und ich habe natürlich auch gleich hier wieder eine dafür. Was haben wir noch? Das wollte ich auch noch sagen. Jetzt gilt die Lizenzierung. Ich gehe nochmal zurück auf die Microsoft Windows Übersicht. Ein normaler Virenscanner, den ich bezahlen muss, der Defender ist ja eh schon immer mit dabei, der Microsoft Defender, aber ein normaler Virenscanner wird pro Gerät lizenziert. In der Regel. Es gibt auch inzwischen Anbieter, die machen pro User mit 5, 6, 7 Geräten, wie auch immer. Aber bitte betrachten Sie das in der Gegenüberstellung. Denn ein User, der Windows 10 E3 lizenziert hat, ich mache es mal größer, dann sehen wir es hier unten auch, ja, oder auch E5, hat nicht pro Gerät wie die Pro Edition zum Beispiel, die OEM Edition von Windows 10, sondern darf 5 Geräte damit ausstatten. Das heißt, ich habe auch in diesem E5 zum Beispiel hier jetzt mit dabei den Windows Defender for Endpoint für 5 Devices im Preis mit drin. Also bitte auch da in der Gegenüberstellung richtig rechnen, wenn wir das gegenüberstellen, vor allen Dingen mit anderen Anbietern, die hier reinkommen. Genau. So, jetzt kommt die Folie, die ich gerade schon angekündigt habe, mit der Microsoft in jedem Webinar den Defender for Endpoint vorstellt und ich mich immer gefragt habe, ja, was ist denn das alles da unten? Halte ich sie auch noch ein kleines Stück in der Spannung, denn machen wir, wie gesagt, erst im zweiten Teil. Jetzt die Unterschiede. Der Defender for Endpoint Plan 1 ist gegenüber dem großen Defender, der zu der Familie gehört, komplett abgespeckt und kann tatsächlich nur diese zwei Dinge, was auch immer das jetzt im Detail ist. Das ist herzlich wenig gegenüber dem vollen Umfang. Und also ganz ehrlich, ich bin, wie soll ich denn jetzt mal sagen, kein Freund vom Defender Plan 1. Wenn wir es machen, machen wir es bitte richtig. Ich werde nicht alles hier unbedingt immer komplett ausnutzen, aber das ist definitiv zu wenig. Ich sage gleich, was es ist. Ja. So, hingegen der Defender for Business von den ganzen Sachen, erstmal natürlich abgespeckt ist auf Kunden mit bis zu 300 Mitarbeitern wie Business, alles kann, bis auf das, und das erkläre ich kurz, was es ist, Microsoft Threat Experts.
Und das sind echte Menschen. Also eventuell die 3500, die ich vorhin erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob alles Threat-Experts sind. Ich glaube es nicht. In dem Defender for Endpoint Plan 2 sind die Threat-Experts kostentechnisch mit dabei. Was machen die? Was bedeutet das? Das sind echte Menschen. Das heißt, wenn ich als Kunde einen Vorfall habe, einen Incident, eine Security-Meldung, dann kann ich bei Microsoft anrufen, ein Ticket aufmachen und dann hilft mir ein Mensch. Jetzt muss man überlegen, hilft mir das was oder macht das Sinn oder nicht? Es gibt Kunden, die sagen, absolut, das ist uns das wichtigste Feature. Je kleiner der Kunde, und Achtung hier, desto weniger werden die das in Betracht ziehen. Die rufen lieber bei Ihnen an, was ich auch spannend finde als Alternative. Und zweitens, ich gehe mal im Geiste das Thema durch. Wir haben uns eine Ransomware eingefangen. Ja, die ist schon platziert. Sämtliche Dateiserver sind verschlüsselt, weil die Anja irgendwo bescheuert draufgeklickt hat und wir eben noch nicht so tolle Produkte im Einsatz hatten. So, und jetzt habe ich verschlüsselt und da kommt eine Meldung, ich muss 2 Bitcoins einwerfen, um meine Daten wieder zu entschlüsseln. Dann kann ich jetzt bei Microsoft anrufen und die helfen mir. Wie sollen die mir helfen? Zahlen die das Lösegeld? Nö. Also von daher sage ich jetzt mal, widersprechen Sie mir, wenn Sie anderer Meinung sind. Das ist auch was, wo viele Kunden, ganz große, glaube ich, sagen sofort, ja klar, kleinere, mittlere, größere, also mittlerer Mittelstand wird sagen, nee, wenn die kein Lösegeld bezahlen, dann brauche ich das auch nicht. An der Stelle kurze kleine Seiteninfo. Ich habe jetzt mit einer Versicherung ganz lange gesprochen, die so eine Cybersecurity-Versicherung anbieten. Und die hilft auch gegen Ransomware und die dürfen das Lösegeld bezahlen. Wir oder Kunden dürfen es nicht zahlen, das ist rechtswidrig. Damit unterstützt du eine terroristische Organisation. Super, aufpassen. Ich weiß nicht, ob man deswegen ins Gefängnis geht, aber offiziell ist es illegal. Aber die Versicherungen dürfen. Und diese Versicherung, ich will jetzt keine Werbung groß machen, hat ja auch noch einen extrem spannenden Preis, wo ich tatsächlich sogar für uns überlegt habe, ob ich es nicht mache. Bin noch am Überlegen. Also, Business Defender oder muss richtig sagen, Microsoft Defender for Business, super spannend, was ich an Leistung bekomme für den Preis. Dann nochmal der schöne Satz, der alles zusammenfasst. Jetzt kommen ein paar Folien, da gehe ich schwuppdiwupp drüber, die habe ich auf Deutsch, die habe ich auf Englisch, je nachdem, manche sind auch halb Deutsch, halb Englisch, wo jetzt die ganzen Funktionsunterschiede nochmal von Microsoft aufgelistet sind. Das ist eine Microsoft-Folie, die gebe ich Ihnen. Ich selber habe gleich andere Übersichtsfolien noch gemacht, deswegen haben wir das doppelt und muss ich jetzt nicht alles im Detail an der Folie erklären. Eine Sache, die mir hier auffällt oder Ihnen auffällt, vereinfachte Client-Konfiguration. Guck mal, das kann der Defender for Business und das können die beiden for Endpoint nicht, Donnerwetter. Naja, das ist tatsächlich etwas, was ich gerade auch schon erklärt habe. Die Geräteinventarisierung habe ich ja hier in der Regel, mache ich die bei größeren Kunden sowieso mit Intune oder mit irgendeinem anderen Werkzeug von mir aus. Bei kleineren Kunden oder vielleicht vor allen Dingen auch ganz kleinen Kunden, die können das hier direkt onboarden. Und deswegen ist das kein super Feature, dass die anderen leider nicht können, sondern das ist etwas, was halt ganz wichtig ist und das ist ein kleiner Assistent. Ich glaube, es kommt sogar gleich eine Folie, mit der man die Geräte, die man absichern will, da reinbekommt. So, das Gleiche nochmal auf Englisch. Und warum mache ich das? Weil die große Übersichtsfolie eben mit den Features hatte die englischen Begriffe und die Microsoft nimmt die englischen Begriffe auch manchmal mit der Abkürzung. Das heißt TVM oder ASR oder NGP. Und deswegen ist es wichtig, auch wenn ich weiß, dass wir viele Kunden da draußen haben, die mit dem Microsoft Englisch manchmal Schwierigkeiten haben. Deswegen nehme ich meistens beides. Also gerade auch den englischen Begriff und dann in Klammern vielleicht die deutsche Erklärung dazu, wenn ich Folien mache, damit Sie auch wieder wissen, was ist was. Was ist was, wissen wir ja noch nicht. Aber was ist Deutsch, was ist Englisch, der Begriff dafür. Jetzt gucken wir, was für detaillierte Funktionen hier jeweils drin sind. Und jetzt sieht man die Überschrift und darunter die Features für die Überschriften, die insgesamt in dem Defender for Endpoint Plan 2 dann alle enthalten sind.
ach, das ist nicht nur ein kleines Produkt, was mal schnell 5 Euro mehr kostet, sondern das ist eine ganze Latte von Features, von Funktionen, von Security-Themen. Und innerhalb einer Attack Surface Reduction sind extrem viele Kleinigkeiten mit dabei, die mir helfen, Device-Based Conditional Access, die mir helfen, Netzwerk-Firewalls oder Ransomware-Mitigation, auch schön, zeige ich gleich, Web-Control zu nutzen. Also wir haben nicht nur ein kleines Featurechen, sondern wir haben eine ganze Lösung, die sich mit dem Thema Security befasst. Ne? Also nicht Schalter an und ich bin sicher, sondern mal gucken, was können wir hier und müssen wir hier auch alles umsetzen. Denn auch das, habe ich schon gesagt, nee, einer der wichtigsten Sachen überhaupt beim Thema Security, beim Thema Defender überhaupt bei Microsoft, überhaupt bei Produkten ist, ich kann das nicht einfach kaufen und installieren und dann bin ich sicher. Ja, das ist ja nur der erste Schritt. Das, was übrigens dann auch kostet, ist das, was ich dann permanent und immer wieder machen muss. Sicher bleiben, meine Mitarbeiter schulen. Auch das ist ein Thema, was hier definitiv dazugehört, dass die mir nicht auf eine Ransomware draufklicken. Also, da geht es noch weiter. Ach du lieber Himmel, Seite 1, Seite 2. Also, und auch da nochmal, Microsoft-Folie mache ich schnell. Vor dem 1. März, nach dem 1. März. Ja, das neu, das unterteilt und vor allen Dingen mit Fokus auf Business Premium, was ist wieder wo in der Endpoint Security mit drin. Schöne Folie, kann man benutzen. Ich mache es, wie gesagt, gleich mit meinen auf Deutsch. Ich wusste, dass die Folie kommt. Das heißt, wir sind beim Defender for Business und erklären nochmal den vereinfachten Konfigurationsprozess. Irrelevant, wenn Sie größere Kunden haben, die haben das Feature nicht. Kleinere Kunden haben hier ein, ich mache es mal nochmal größer, Onboarding von Geräten und relativ easy mit so einem kleinen Assistenten Sicherheitseinstellungen für die geonboardeten Geräte mit so vorgefertigten Regeln oder Templates umsetzen. Bitte auch, da steht Defender für Unternehmen. Das ist immer die automatisierte Bing Translator Übersetzung von irgendwas for Business. Sie werden drüber gestolpert sein schon. Ich stolper jeden Tag drüber, weil wenn das Ding Defender for Endpoint heißt, ist klar, wird es im Deutschen mit Endpunkt übersetzt. Aber wenn ich ein Microsoft 365 Enterprise E3 habe, wird das Wort Enterprise manchmal auch mit Unternehmen übersetzt. Also von daher bitte genau hingucken, von welchen Namen ich hier spreche. Und ich bin kein Freund davon, Defender für Unternehmen zu sagen, for Business. Das ist auch die Lizenz, die so heißt. Immer die Schwierigkeit zwischen Deutsch und Englisch. Ne? Wenn Sie Windows 10 oder 11 Sicherheitskonfigurationen der nächsten Generation bereitstellen wollen, was ist denn das jetzt wieder? Next Generation Protection, NGP, wird hier angespielt, ja? Ohne dass Sie Intune haben, dann ist entsprechend das über diese vereinfachte Konfigurationsprozess für Defender for Business dabei. Man kann aber auch Intune nutzen. Weil ist nicht Intune auch in der Business Premium mit dabei? Richtig. Das ist also in meinem Microsoft 365 Business Premium Plan schon bezahlt. Warum soll ich denn also dann nicht Intune nutzen und das hier separat machen? Schöner Upsell-Argumentation. So, dann habe ich ein paar Screenshots. Die kriegen Sie, wie das geht, falls Sie sie brauchen, als Folie. Mit dem Endpoint Manager, mit einem lokalen Skript, mit Gruppenrichtlinie, VDI, System Center, Configuration Manager, falscher Name, der heißt nicht mehr so, mobile Devices, also da gibt es verschiedene Methoden, wie man das nachher umsetzen kann. Das werden vielleicht nicht Sie machen, sondern Ihre Techies. Aber bitte lassen Sie es nicht den Kunden selber machen, weil das ist schließlich Ihr Mehrwert, Ihr Kümmerservice, den Sie dem Kunden da an die Hand geben. Ne? Also, dann haben wir nachher ein Dashboard, das war das Portal. Und Sie haben Ihre Gerätekonfiguration, das war die Inventarisierung damit drin. Wir gucken immer noch im For Business auf Sicherheitsrichtlinien. Die habe ich gerade schon kurz angesprochen. Und da kommt zum Beispiel Schutz der nächsten Generation. Wenn wir das auf Deutsch sagen, dann klingt das total wie so ein Marketing-Satz. Das ist aber tatsächlich ein Feature-Name, NGP. Ich glaube sogar, dass der auch von anderen Herstellern benutzt wird. Und die Idee dabei ist,
Jetzt muss ich kurz gucken, kommt das als Folie? Ich mache manchmal mehr, manchmal weniger Folien, dass ich mir nicht die Pointe gleich hier versaue. Genau. Diese NGP bedeutet, um die Funktion jetzt schon mal zu erklären, nebenbei, die ist auch im Defender for Endpoint Plan 1 und 2 mit dabei. Und die macht Folgendes. Das sind Konfigurationseinstellungen, die Antiviren, Anti-Malware-Schutz so konfigurieren, dass die Geräte, die Endpunkte besser geschützt sind. Was heißt das? Ein Echtzeitschutz. Ich mache es mal größer, weil ich kann es eigentlich vorlesen, weil der Satz ist ziemlich gut. Echtzeitschutz aktivieren heißt hier, dass in Echtzeit lokal die Ausführung von Schadsoftware auf einem Gerät deaktiviert wird. Das ist eigentlich vor allen Dingen eher das, dass der Defender in Echtzeit, also über die Cloud kontrolliert, kommt da was rein, was böse ist oder nicht und das entsprechend blockiert. Das ist, finde ich, noch nicht so spannend, aber das machen auch andere Hersteller. Ja, ist jetzt nicht, dass Microsoft das gepachtet hat, aber Microsoft hat halt einen Blumenstrauß von Funktionen, die bei anderen Herstellern 7 Produkte ergeben. Gut, bei Microsoft auch, aber es gibt es als Bundle. Und zwar das Blockieren beim ersten Auftauchen. Kleines Beispiel. Mein Defender-Geschichte eben mit dem I Love You Virus ist total simpel. Der Virenscanner, auch der Defender, zieht sich jeden Morgen die aktuelle Liste mit neuesten Security-Erkennungsmerkmalen, Hexadezimalcode, Mustern etc. und weiß dann, ach guck, seit gestern gibt es einen neuen Virus, der heißt I Love You 2. Und kann aber nur relativ stupide, wenn ein E-Mail reinkommt, wenn ein Attachment oder wenn eine Anwendung aus der Webseite aufgerufen wird und ausgeführt wird, gucken, steht der Hexadezimalcode in meiner Security-Signaturenliste drin? Ah ja, steht drin, A ist ein Virus, A, ich blockiere. Nochmal, viele Virenscanner arbeiten heute schon nicht mehr mit dieser stupiden Methode. Ich will nicht die anderen schlecht machen. Auch wenn das eben mit Avira so klang. So, und dieses Blockieren beim ersten Auftauchen heißt, dass aufgrund von einer bestimmten Situation, sage ich jetzt mal, Erkennungsmuster in der Cloud bei Microsoft nachgefragt wird, ist da schon irgendwas bekannt und ist das ein Zero-Day-Attacke, die hier durchkommt? Also Zero-Day heißt Tag 0, den gab es vorher noch nicht. Ich bin der Erste, der hier entsprechend mit diesem Virus konfrontiert ist. Und das ist natürlich keine hundertprozentige Garantie, dass das hier funktioniert, aber es ist sehr viel höher, als in diesen stupiden Signaturenlisten nachzugucken. Ach ja, da ist ein Virus, kenne ich. Ja? So, das ist das, was ich vor allen Dingen erklärt haben wollte, das unbedingt nutzen und das ist allein schon ein Feature, was im Vor-Endpoint, also Defender for Endpoint oder for Business, als Next Generation Protection nebst noch 2, 3 anderen Geschichten mit dabei ist. Also ich hätte das nicht Next Generation Protection, sondern Verhaltensmuster, vorhersehbar oder was auch immer genannt. Ich muss mir mal einen schönen Namen überlegen. Es heißt NGP. Feature 1 erklärt. Jetzt gucken wir live in Intune schnell mit rein. Und dazu gehe ich, jetzt muss ich kurz überlegen, brauche ich das hier? Ich glaube, wir haben es in der Demo-Firma mit drin. Also Intune heißt immer noch Intune, ist integriert im Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Einer meiner Admin Center aus dem Microsoft 365 Admin Portal heißt endpoint.microsoft.com. Da sind natürlich alle meine inventarisierten Geräte drin. Das sind jetzt in meiner Demo-Firma nicht ganz so viele. Ja, und ich will auch nicht groß Intune erklären heute. Aber ich sehe hier übrigens auch Windows 365 mit drin. Und ich sehe die Endpunkt Security hier mit drin. Und das ist das, was nicht über Intune im Endpoint Manager Portal reinkommt, sondern was dieses Portal bietet, als Backend für meinen Windows Defender auf dem Endpunkt, ohne dass ich den Defender vor Endpoint lizenziert habe. Hä, was? Jetzt sag's nochmal. Guck hier, Backend für Antivirus. Gilt auch, soweit ich weiß, nicht nur für den Microsoft Defender, sondern für alle Virenscanner-Produkte auf dem Endpunkt, die diese Schnittstelle im Windows haben, als echter Virenscanner da drin erkannt zu werden, haben die meisten.
Und wenn ich dann bei der Anja auf dem Rechner irgendwie ein Update ausstehen habe vom Virenscanner, also vom Defender oder irgendeine Meldung habe, dann würde ich das hier entsprechend inventarisieren, ganz ohne den Defender for Endpoint. Heißt, auch das ist schon ein Backend für den Defender. Super cool, weil das hast du in deinem Microsoft 365 schon mit dabei. Im Admin Center. Ich glaube, bei so gut wie jeder Lizenz. Der Punkt ist nur, reicht mir das, dass ich das einfach nur hier sehe? Ja, oder will ich da irgendwelche Richtlinien erstellen, um zum Beispiel Surface Reduction, Conditional Access, hat auch was mit dazu zu tun, machen wir nachher nochmal im Security Webinar, oder hier Defender for Endpoint zu nutzen. Warte mal, der Defender for Endpoint hat doch jetzt wieder nichts mit Intune zu tun. Nein, das ist eine eigene Lizenz. Aber wenn ich die Lizenz erworben habe, dann verbindet sich das Defender 365 Portal ebenfalls hier hinein. Und ich würde jetzt hier sehen, wenn da irgendwas passiert wäre, würde hier meine Konfigurationen machen, meine Konformitätsauswertung, also Compliance-Auswertung und. Was man da alles noch so schön machen kann. Und toll, habe ich das falsche Portal genommen. Wir haben natürlich überhaupt keine Demo hier mit drin. Ich glaube, weil wir in der Demo-Firma keine Lizenz haben. Ja. Macht nichts, Sie haben es mir verstanden. Es läuft hier rein. Das heißt, der erste Schritt ist schon mal zu sagen, ich setze den Microsoft Defender ein. Der zweite Schritt ist zu sagen, ich habe hier ein Backend, mit dem ich die Virenscanner Defender auswerten kann. Der dritte Schritt ist zu sagen, jetzt gehen wir in die KI. Und lassen das einem Microsoft mit Vorhersagen bestimmen. Wie wahrscheinlich ist das, dass das ein Virus ist? Und was man jetzt hier merkt, ja, da sind Überschneidungen, aber es sind eben auch diese Ergänzungen. Und was so typisch für Microsoft ist und was eigentlich niemand anders so gut kann, ist die Integration der Produkte. Der Admin beim Kunden oder der Partner, kleinere Kunden, der den Kunden hier betreut, hat ein Portal, worüber er all das findet, was für ihn jetzt gerade relevant ist, egal wo die Lizenz nachher herkommt. Ja? Nebenbei sagst du auch noch mal kurz, Conditional Access, ja, wenn dann sonst MFA. Haben wir schon gemacht im Sales-Strategietag, machen wir bei Security nochmal. Aber ich sage es trotzdem nochmal, ist ein Feature aus dem Azure AD Premium Plan 1. Wenn ich es lizenziere, habe ich aber die Funktionalität hier in Intune mit drin. Und diese Integration ist, jetzt sage ich es mal pathetisch, das, was mich seit 30 Jahren bei Microsoft bei der Stange hält. Weil es gibt viele Einzelhersteller, die tolle Produkte machen. Aber das so zu integrieren, schafft eine Microsoft phänomenal. Hat das Vorteile für mich als Kunde? Ich denke mal ja. Ja. Macht mich das abhängig? Ja. Und das ist wahrscheinlich eins der schlimmsten Argumente, die Ihnen Kunden an der Stelle wieder sagen, ja, dann bin ich ja völlig abhängig von Microsoft. Meine Antwort an der Stelle immer, das bist du sowieso schon. Ob du jetzt Cloud machst oder On-Prem bleibst, seit wie vielen Jahren machst du Windows, seit wie vielen Jahren machst du Office, du glaubst doch nicht, dass du davon loskommst. So schlimm das ist und so bauchgefühlmäßig uns das wehtut, ich mache mich nicht mehr abhängig, nur weil ich in die Cloud gehe oder nur, weil ich noch ein paar Produkte mehr benutze, die ich bezahlt habe. So, da ist sie, meine Anja. Und ach, habe ich gerade erklärt, hatte ich doch die Folie noch reingebaut. Conditional Access, wenn dann sonst, was passiert, was darf die Anja, was nicht. Und wir haben das, glaube ich, schon mal gemacht. Kommt auch im Security Training nochmal dran. Heute geht es mir nur um einen Punkt, nämlich das hier, Real-Time Risk. Aufgrund von Verhaltensbegebenheiten habe ich hier eine Komponente, die erkennt, wie wahrscheinlich oder andersrum, wie hoch das Risiko ist, ob die Anja wirklich die Anja ist. Beispiel, wenn die Anja sich mit MFA, wissen wir hoffentlich alle, ja, anmeldet und das beides funktioniert hat, also meinetwegen ersten Kennwort, dann nochmal ein MFA und sie kommt vom gleichen Rechner um die gleiche Uhrzeit wie sonst auch, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das die Anja ist und das Risiko ist entsprechend gering. Wenn sie von einem Device kommt, das, jetzt muss ich kurz überlegen, das vielleicht gemanagt ist, aber von einer Location, also aus einem Netzwerk, wer es ich nicht kenne,
und sie plötzlich nicht mit dem Microsoft Edge Browser, sondern mit dem Internet Explorer versucht, reinzukommen, dann ist hier ein größeres Risiko, dass die Anja nicht die Anja ist. Und das hier ist ein Identitätsschutz und das könnte schon mal erstmal Azure AD Identity Protection sein, erste Stufe. Zweite Stufe, komme ich gleich drauf, kommt bestimmt auf einer der nächsten Folien, ist, dass das die Identität der Anja gemanagt werden muss. Und da haben wir einen Defender, wie hieß der noch? Richtig, Microsoft Defender for Identity. Das wäre die Best, also gut, better, best Variante. Erzähle ich, mache ich ausführlich. Eigentlich ein Security-Thema, mache ich nur kurz heute. Zero Trust heißt ja eigentlich, traue nichts und niemanden und nicht nur der Anja nicht, sondern auch ihrem Device nicht, ihrem Zugriff nicht, ihren Apps nicht. Traue nichts und niemandem, das ist ein Konzept, Zero Trust. Traue nichts und niemandem außer Microsoft. Ja, ist ein Stück weit so, ja. Und deswegen ist das Absichern von Identitäten heute so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Die Folie habe ich eigentlich nur deswegen drin, weil ich das Bild so süß finde. Guck mal, also süß ist eigentlich nicht, eigentlich ist es ja ein dramatisches Thema, aber das Bild steht für Phishing einer Identität. Das finde ich so süß, wie das hier gemalt ist. Ja? Hat jemand nicht, oder ist egal. Also ist uns allen klar, dass das wichtig ist und da kommt der Defender for Identity ins Spiel und jetzt das Wort KI, künstliche Intelligenz. Bitte KI nur sagen, wenn Sie einen Kunden vor sich haben, der mit dem Begriff was anfangen kann. Für viele ist das abschreckender PowerPoint-Modus, wenn ich das weiß, sage ich Mustererkennung aufgrund von Daten, die über einen Graphen eingesammelt werden, in eine Verbindung gestellt werden und mit Wahrscheinlichkeitserkennung, Predictive Analytics, Machine Learning ausgewertet werden. Klingt doch gleich viel fundamentaler, fundierter, sagen wir so, als KI. Ja? Deswegen die Frage, ist die Anja in Abhängigkeit von plötzlich 10 Minuten später meldet sie sich aus China an, das kann nicht sein, ja, und eine KI, ich erkläre noch mal kurz, haben wir glaube ich schon mal gemacht, macht Mustererkennung. Beispiel, was überhaupt nichts mit Microsoft zu tun hat. Typisches Beispiel, wo eine KI schon seit vielen, vielen Jahren eingesetzt wird in Banken und in Versicherungen, die zum Beispiel Muster erkennen aus Ist-Daten, die sie haben und wissen aus den Ist-Daten, ob der Herr Schmidt, der diese Summe mit seiner Kreditkarte bezahlt hat, ein Betrüger ist oder nicht. Und wenn ich das als Dateneingang, als Datenbasis habe, dann ist relativ leicht, hier ein Muster zu erkennen. Und Sie haben es wahrscheinlich schon längst erkannt. Jeder, der mit P anfängt, ist ein Betrüger. Bums, Carola Pantenburg, Betrüger, super. Die Schlussfolgerung ist völlig richtig. Was ist das Problem? Ich habe zu wenig Daten. Und das habe ich vorhin schon mal erklärt. Eine Microsoft hat Daten ohne Ende. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Aber es trägt zu meiner Security bei. Und jetzt hier wäre in meinem Beispiel mit ein paar Daten mehr schon widerlegt, weil Paul war kein Kreditkartenbetrüger, dass das Muster, was ich hier erkannt habe, falsch ist. Und je mehr Daten ich habe, und das sind ja immer noch nicht viele, desto konkreter wird meine Wahrscheinlichkeitsvorhersage. Und nochmal, wie viel Daten hat eine Microsoft, um Muster zu erkennen? Und was heißt es für unseren Kunden? Ich zeige das nochmal kurz live oder auch für Sie. Und wie mache ich das schmackhaft? Wie zeige ich sowas? Ich muss in meine echte Umgebung. Und das Problem ist jetzt ein bisschen, dass ich hier echte Daten habe. Das heißt, es ist datenschutzmäßig nicht ganz konform, was ich hier mache. Deswegen schauen wir mal, ob ich was finde. Und zwar sehen wir hier in echt die Anmeldeprotokolle. Perfekt, nur der Bernd. Der Bernd hat sich heute, das ist mein Kollege, in Teams angemeldet, macht offensichtlich ein Webinar heute oder was auch immer, um 9.55 Uhr von der IP-Adresse. Na, wieso kann ich hier nicht scrollen? Auf die Seite, macht nichts. Machen wir das kleiner. So. Auch von der IP-Adresse sowieso und hat sich aus Porta Westfalica, da sitzt wahrscheinlich sein Internetprovider, angemeldet. Ich gucke mal, das meine ich genau, da sind jetzt Kundendaten mit drin.
Ja, mein Ex, jetzt hier. Die Carola hat sich aus Dublin angemeldet. Sitze ich in Dublin oder was? Sehr schönes Beispiel. Warum bin ich in Dublin? Weil ich eine virtuelle Maschine habe, mit der ich meine Demos mache, damit ich A, nicht in Probleme komme, dass ich Ihnen, wenn ich mein Outlook zeige, Ihnen meine echten Mails zeige und das getrennt halte. Und B, weil die Internetverbindung in Dublin besser ist als meine, sodass das, was hier drin stattfindet, schneller ist als auf meiner Internetverbindung hier. Also schöne Idee, warum ich mich aus Dublin angemeldet habe. Mit Erfolg. Jetzt kann man das natürlich hier schön filtern. Wo ist denn mein Filter? Ah, da. Und zwar kann ich sagen, wer hat denn in seiner Statusmeldung einen Fehler gehabt bei der Anmeldung? Jetzt hoffe ich, finde ich was, weil wie gesagt, das sind Anmeldungen. Ah, perfekt. Guck hier. Die Carola hat sich aus, die anderen bitte ignorieren, die hier drin stehen. Die Carola hat sich bei Exchange angemeldet mit einer Fehlermeldung aus London. Jetzt könnte es sein, dass die Carola in London war. Kann ja passieren. Das heißt, eigentlich müsste ich als Kunde oder Partner hingehen und permanent hier auswerten, woher kommen die Attacken, hat sich die Carola nur vertippt beim Kennwort oder was ist hier passiert? Und schon wieder komme ich genau in das, ach Mensch, ich hätte das sogar als Screenshot gehabt. Guck mal, die Carola war, der Bernd war in San Jose, die Carola war in Tomsk. Und es hilft nichts, einfach nur .ru-Domänen zu sperren, weil die in der Regel die heutigen Attackierenden cloudbasiert virtuelle Maschinen benutzen, um von dort aus ihre Attacken zu starten mit einer IP-Adresse aus vertrauenswürdigem London. Und deswegen ist heute eine Mustererkennung pures IP-Adressensperren nicht mehr ausreichend. Und das eine ist übrigens mal, und das ist tatsächlich ja hier ein wunderbares IT-Abteilungsthema, ich kann das auswerten und visualisieren, für Sie auch schon mal super schick, Power BI. Da gibt es ein Cross-Sell-Upsell, ein Template, in dem genau diese Azure Active Directory Anmeldeprotokolle visualisiert werden. Und dann sehen wir, woher kommen die meisten Attacken, wer attackiert uns im Zeitraum von gestern Nachmittag an, woher besonders. Das ist erstmal die Auswertung und Visualisierung von Ist-Daten. Und der nächste Schritt wäre jetzt, das gar nicht mehr händisch machen zu lassen und diese Mustererkennung eine KI machen zu lassen. Und das genau macht der Defender for Identity, den, wenn ich lizenziert habe, ich wiederum hier in meinem Portal mit drin habe, ja, Defender 365 Familie, und der gehört zur Familie. Und wo kommt der denn her? Und wenn ich, da steht auch schon die Lösung, wenn ich ihn nicht lizenziert habe, sieht das ganze Portal halt hier ohne Identitäten aus. Integriert sich also wieder, ist kein extra Produkt, ist kein extra Portal. Je mehr du lizenziert hast, desto mehr integrierst du in deine Portale. Und damit ist schon klar, da steht E5. Jetzt ist die Frage, welches E5? Dann können wir sagen, ja, Microsoft 365 Enterprise E5, das ist immer die richtige Antwort, weil da ist alles drin, was es so gibt. Tatsächlich kommt es aus der EMS E5. Was ist denn die EMS, sagt der Kunde. Schauen wir uns auch gleich an. Erstmal kurz der zum Nachlesen nochmal der Satz, ja, identitätsbezogene Verhaltenserkennungen. Das erinnert so ein bisschen an Ministry of Silly Walks, hat aber nichts mit Verhaltenserkennung zu tun, also auffällige Verhaltensweise, sondern mit dem Anmeldeverhalten. Ich finde das ein bisschen strange, den Satz, der ist von Microsoft, ja. Und der Witz ist auch wieder, das Muster ist nicht einmal erkannt und dann wird stupide nach diesem Muster eine Regel implementiert, sondern das erkannte Muster wird permanent hinterfragt. Typisches Merkmal der KI. Machine Learning, der mathematische Ausdruck dafür. Und dann wird das Muster mit der Mustererkennung geändert und neue Regeln aktiviert. Jetzt ist die Frage, ist mir das 4,60 € wert? Du kannst das auch händisch machen, Kunde. Du kannst auch stupide Regeln machen, aber dann kommt plötzlich Corona und plötzlich sind alle im Homeoffice und deine stupiden Regeln, die noch gesagt haben, nur wenn du in der Site, weiß ich nicht, München sitzt, dann oder in der Site Firmennetzwerk, LAN-Netzwerk, dann darfst du ins Firmennetzwerk, müssen alle angepasst werden, weil Homeoffice dazu kam.
Hier würde der Defender for Identity relativ schnell lernen, ach, die Anja sitzt jetzt jeden Tag in, keine Ahnung, München, aber nicht mehr in der Firma, sondern im Homeoffice und würde dann sozusagen merken, das ist tatsächlich die Anja, weil sie jetzt immer aus dieser IP-Adresse oder aus diesem Netzwerk oder über diesen Ort, das ist ja nicht ganz einfach mit dem Homeoffice und den verschiedenen Anbietern, mach mal im Security-Teil, wie man das erkennt, da gibt es was Neues. So, da ist sie wieder, die Anja, und wir kommen zum nächsten Mitglied meiner Familie, welches da heißt Defender for Cloud Apps. Habe ich eben schon in meinem Szenario drin gehabt. Ja? Das eine ist, worauf greift die Anja zu in meinem Szenario? Und das andere ist, mit was greift sie zu? Und beides kann ich über mein wunderbares Conditional Access in ein Szenario reinbringen. Beispiel, wenn sie vom Edge-Browser zugreift, darf sie, wenn sie vom, ich will keinen anderen schlecht machen, nämlich einen alten Internet Explorer, wird sie komplett blockiert, mit dem darf sie gar nicht zugreifen. So. Das andere ist, was greift auf was greift sie denn zu? Ja, das wissen wir natürlich. Wir setzen Wireshark ein. Ja, loben, ganz toll. Wireshark ist ein super Werkzeug, mit dem ich meine Ports an der Firewall aushören kann, ausspähen kann und rausfinden kann, ob die Anja Google Mail aufgerufen hat oder Dropbox auch im Browser oder. Jetzt ist Wireshark ein schönes Werkzeug, aber nicht ganz so schön wie das Werkzeug, was es da, Stichwort auch Schatten-IT von Microsoft gibt, was nämlich einen Katalog vorgibt von, ich weiß nicht wie vielen Anwendungen, das ändert sich täglich, 3000, 4000 irgendwas. Und diese Anwendungen nicht nur alle erkennt, die da durch die Firewall ermittelt, wer, also die nicht alle ermittelt, die durch die Firewall gehen, wenn die Anja über die Firewall, über einen Browser Dropbox aufruft, sondern die auch bewertet, ist das bei uns im Unternehmen erlaubt oder ist das verboten und ich entsprechend hier einen Katalog zusammenstellen kann. Internet Explorer ist verboten, Edge ist erlaubt, Safari ist unter Bedingungen erlaubt, was weiß ich. Ja, und damit kann man nicht nur ermitteln, was Wireshark macht, welche Applikationen werden benutzt, sondern das, was auch das Kostenpflichtige daran ist, ich kann es kontrollieren und steuern und sagen, ab morgen ist auch die Version sowieso von Edge verboten, weil die veraltet ist. Oh, ist schwierig beim Browser, der sich selbst aktualisiert. Aber die Anja greift zum Beispiel aus einem, komm, ich gehe nochmal auf Conditional Access zurück, kann ich es besser erklären. Hier. Die Anja kommt von einer Applikation, die zwar erlaubt ist, sagen wir mal Safari, ja, aber normalerweise benutzt sie nicht den Safari und wir sagen eigentlich in der Firma, sie soll lieber Edge benutzen. Und sie hatte außerdem ein Device, was vielleicht von einer Location kam, wo ich sage, ja gut, aber dann muss sie nicht einfach rein, sondern dann muss sie MFA machen und sie bekommt einen limitierten Zugriff. Würde zum Beispiel bedeuten, sie darf dann nicht auf Salesforce zugreifen. Das darf sie nur, wenn sie in der Firma sitzt. Damit müsste ich erkennen, auf was greift sie denn zu und müsste das steuern. Das wären die Cloud-Apps und mit Conditional Access die Regel einrichten. Und ich könnte sogar so weit gehen, dass ich sage, sie darf dann auf SharePoint zugreifen, SharePoint Online natürlich. Aber auf bestimmte Sites innerhalb des SharePoints nicht. Damit müsste ich einmal erkennen, mit was greift sie zu und dann kann ich steuern über Conditional Access. Oh, der war ja cool. Das hat der jetzt, Morphing war das als Effekt. Kann ich steuern, mit welchen Apps darf sie arbeiten. Also nicht nur das Ermitteln, sondern auch das Kontrollieren ist hier spannend. Defender for Cloud Apps, super Werkzeug, per se 3 € pro User pro Monat, was ein cooler Preis ist, finde ich. Aber natürlich, die Dinger sind ja schon in größeren Bundles mit dabei. Und ich mache es kurz, die anderen Sachen erkläre ich heute gar nicht. Hier die beiden, die ich eben erklärt habe, entweder solo oder in einer EMS E5 mit dabei. Die EMS ist auch in einem Business Premium mit drin, allerdings nur als EMS E3 enthalten. Dann müsste man das solo dazu buchen.
Da muss man überlegen, lohnt sich das, macht das Sinn oder nicht. Ich habe auch noch mal aus der EMS die ganzen Tools noch mal einzeln mit Einzelpricing dazu beschrieben. Ist eine Ermessungsfrage. Ich würde immer sagen, ich gehe nochmal auf die Seite, wenn ein Kunde, gerade auch Business-Kunde, kleinerer Kunde, mit Conditional Access schon mal unterwegs ist und das gut eingerichtet hat mit ihrer Hilfe, ist der schon mal super, super unterwegs. Wenn der noch nicht mal MFA macht, ja, dann haben wir auch erstmal Riesenschritte vor uns. Und dann sage ich auch, dann warte mit der KI-Geschichte und mit diesen etwas exzentrischeren Szenarien, warten wir noch ein halbes Jahr, implementieren mal alles das und dann entwickeln wir uns weiter. Das ist ja so eine Infrastrukturoptimierungsidee, sich immer gut, better, best weiterzuentwickeln und dann machen wir das übermorgen. Und wenn der Kunde aber schon auf einem E3 ist zum Beispiel und hier schon ordentlich was gemacht hat, dann wird es jetzt Zeit, mal Upsell in die Richtung zu gehen. Ja, so der Ansatz eigentlich in der Regel. Das habe ich gerade schon erklärt. So, das, ach, der fehlt uns noch. Ja, aber der ist easy, der ist auch schon uralt. Der ist der Defender vor Office 365, logischerweise irgendwo in Office 365 mit dabei, aus der Familie, gehört auch dazu. Und was macht der? Der hieß mal Office 365 ATP und der macht sichere E-Mail-Attachments, sichere URLs und kann mit Advanced Threat Protection Eindringlingsversuche, Phishing und so weiter hier aufgrund von KI-basiert erkennen. Cooles Produkt, würde ich auch wieder sagen, je nachdem, wo die Reise, der Reifegrad beim Kunden ist, macht das schon Sinn oder nicht, weil es ist lizenzrechtlich auch nicht ganz trivial. Und ach, übrigens heißt es ja auch nicht mehr so, haben wir schon geklärt. Es gibt einen Defender for Office 365, das ist genau das Ding, Plan 1, hier. Und es gibt einen Defender for Office 365, Plan 2, uiuiui. Oder die sind in meiner Übersicht enthalten und der hier ist in der Business Premium inzwischen mit dabei. Ach, super cool, deswegen habe ich das eben so weggewischt, weil das gibt keinen Grund, das nicht einzusetzen. Weil das ist Business Premium und das ist das, was jeder Kunde Minimum haben sollte. Als kleiner Kunde, als großer Kunde wird es ein bisschen heftiger, weil in der Office 365 Enterprise E5 mit enthalten. Und da haben wir nochmal die Übersicht, wer sie schon kennt, ganz aktuelle Version heute mit dabei. Mache ich nur kurz, weil hier oben habe ich den Defender für Office 365 Plan 2 als erweiterte Security und übrigens auch die Cloud App Security. Donnerwetter, Fehler in der Folie. Wo kommt denn der her? Das habe ich schon mal korrigiert. Heißt ja nicht mehr so heiß. Ach doch, 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 doch. Jetzt bin ich gerade selber durcheinander gekommen. Cloud App Security heißt es immer noch, wenn es in Office 365 ist. Defender for Cloud Apps ist in der EMS E5 mit dabei und der kann nur erkennen, also discovern, aber nicht steuern. Musste ich aber jetzt gerade tief kramen. Ansonsten gibt es da auch ordentlich viele Neuerungen auf der Übersichtsfolie, die Sie ja wieder heute kriegen. Mehr habe ich da nicht auf Office 365 zu sagen. Ach, da war es auch noch animiert. So, wir haben die Familie besprochen, wir haben alle Einzelprodukte besprochen, wo sie herkommen. Jetzt kommt der zweite Teil und ich bin relativ gut in der Zeit. Jetzt gucken wir uns an, was sie können. Da habe ich noch mal so ein bisschen was zusammengestellt, damit Sie mir die Preise, das ist ein bisschen hässlich, die Folie, aber sie hilft ganz gut, auch noch mal da in der Beschreibung mit drauf haben. Und auch da noch mal meine Übersichtsfolie mit Business Premium, mit Enterprise E3, E5. Alles im Überblick, erkläre ich gar nichts. Höchstens vielleicht, guck hier, Business Premium hat eine EMS E3 völlig mit dabei. Und inklusive Intune, das wollte ich hier zeigen. Ja, Folien sind bei mir immer so, kriegen Sie eh, ohne dass ich gut alles erkläre und Sie haben mal wieder eine aktuelle Übersicht. Wer jetzt sagt, Mensch, ich bin ganz neu im Thema Security und ich will mich richtig, richtig
Hardcore da einarbeiten, der sollte sich weniger mit dieser Dame als mit dem Link hier unten beschäftigen. Denn es gibt von Microsoft zum Thema Defender natürlich auch unglaublich technische, diese Mechanics-Videos auf YouTube oder die Lernpfade von Microsoft. Leider meistens in Englisch, aber wer da tief rein will, sollte sich insbesondere auch mit Englisch auskennen, weil das, glaube ich, auch die richtigeren Begriffe sind. Kann man nachlesen. Bei mir geht es jetzt weiter mit Teil 2. Wir gucken uns den Defender for Endpoint ein bisschen näher an und schauen uns diese Features, was hier noch mit drauf steht, genauer an. NGP haben wir schon ein bisschen gemacht. Wahnsinn, was ich für Animationen bauen kann, gell? Und da gehen wir jetzt in die Tiefe und schauen uns an TVM, Threat Vulnerabilities. Das ist die Idee, deswegen steht hier auch links wieder, wo sind wir denn? In unserem Microsoft Defender Portal. Wir haben TVM als Lizenz irgendwo mit dabei, also sprich Defender for Endpoint. Plan 2, ich merke auswendig, der ist im Plan 1 jetzt nicht mit dabei, jetzt müsste ich kurz nachgucken, ja, genau. Und da ist trotzdem schon mal ein Score, das ist aber nicht der normale Secure Score, sondern ein Exposure Score. Also wie doll sind wir einer Bedrohung ausgesetzt? Das ist immer sehr spannend, sich da mal näher mit zu beschäftigen. Da fehlt mir aber heute die Zeit, das im Einzelnen zu erklären, wie Microsoft sowas berechnet. Das ist alles auf den Dokumentationsseiten super erklärt, wonach eine Microsoft das berechnet. Und ich mache mal ein Beispiel über den normalen Secure Score. Wenn du MFA für den User aktiviert hast, springt dein Secure Score um, ich weiß nicht, 100 Punkte, 10 Punkte, was auch immer, nach oben. Und ich habe mit diesem Typen von der Versicherung, also der ist von der Zentrale von der Versicherung und der ist wahrscheinlich auch ein bisschen einer, der was zu sagen hat. Wir hoffen das jetzt. Ich mache das zusammen mit Microsoft. Wir überlegen, ob diese Versicherung, wenn das passiert, das wäre der Hammer, auf den Microsoft Secure Score setzt und sagt, wir bezahlen dein Lösegeld, falls du dir was einfängst, aber nur dann, wenn dein Score größer als ist. Das ist noch in der Mache, aber die Überlegung ist natürlich genial. Ja. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, also das ist das Threat and Vulnerability Management Dashboard. Das ist erstmal nur, ich mache nochmal groß, die Inventarisierung, was ist passiert, ja, wo sind Devices, die noch nicht den Edge-Browser im Einsatz haben, die noch ein veraltetes Apple-iPhone-Betriebssystem im Einsatz haben oder. Also das ist erstmal nur Dashboard, kann man so sagen. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube. Auf Deutsch Bedrohungsschwachstellenmanagement, priorisieren, vielleicht kann man noch dazu sagen. Und jetzt kommt das, was ich immer gemacht habe, nämlich aus meiner Feature-Übersicht Deutsch und Englisch euch hier mit reingepackt, damit wir wieder wissen, was ist nochmal was und nachher was ist womit dabei. Das ist noch das Easy-Ding. Threat Vulnerability. Warum mache ich es nochmal? Ach so, auf Deutsch. Empfehlungen, ja. Auf Deutsch Gefährdungsscore, finde ich auch schön. Ich finde auch schön, dass sie Score nicht übersetzt haben. Zweites Feature, Attack Surface Reduction. Da gehe ich ein bisschen länger drauf ein, weil das Ding ist, glaube ich, das, was, wie soll ich es denn sagen, wo man aufpassen muss, dass man nicht im ersten Kundengespräch gleich zu viel erzählt, weil das Ding ist heftig. Alleine, wenn ich die Anzahl der Featurechen hier sehe, einmal Deutsch, einmal Englisch, ja, aus der Übersicht, dann wird es mir schon schummrig. Und zweitens, wenn wir dann reingehen und in diese Ansicht reingehen und wenn wir es dann auch noch gleich live zeigen, beziehungsweise ich zeige nicht live, ich habe ein paar Screenshots rausgegrabt inzwischen, weil sonst muss ich immer so wahnsinnig viel rumklicken in der Demo-Umgebung. Und die Screenshots helfen euch auch. Aber ihr guckt hier schon mal, block Office Apps from creating executable, from creating child processes, injecting code, API calls. Das klingt doch schwer nach Makroprogrammierung und solchen Geschichten. E-Mail-Regeln und zwar unterschiedlichste Geschichten hier und dann irgendwo auch Web-Control.
Und da gehen wir ein bisschen tiefer rein. ASR ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, kann ich das so sagen, meinem jugendlichen Leichtsinn, der wichtigste Punkt im gesamten Defender for Endpoint? Ich sage das mal so. Wir können ja nachher diskutieren. Also, und wo ist das mit dabei? Ach guck, da waren wir schon, da habe ich es euch schon gezeigt. Endpunktsicherheit, Verringerung der Angriffsfläche. Das klingt wieder so, hoch nett, kann man die Angriffsfläche verringern. Da werden Richtlinien erstellt und ich glaube, es sind ein, zwei Basisrichtlinien mit dabei. Aber hey, ansonsten ist das Ding leer. Ja, da muss ich ja erstmal alles einrichten. Jep, da hast du auch erstmal richtig Arbeit, Kunde. Das ist nicht, wir lizenzieren das und dann haben wir eine Verringerung der Arbeitsfläche, der Angriffsfläche. Manche sind schön. Verringerung der Angriffsfläche. Da hast du richtig Arbeit, weil das auf dich zugeschnitten ist, wie du es haben willst, Kunde. Und wenn wir jetzt als dein Partner sagen, da helfen wir dir dabei, dann können wir dir das einrichten und zwar nicht nur, indem wir klicki-klicki einen Assistenten durchlaufen und das für dich machen, damit du Zeit einsparst, sondern wir haben auch die Erfahrung, was macht Sinn, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und deswegen seid ihr ja hier, damit ihr die Erfahrung aufbauen könnt. Nichtsdestotrotz, bitte, das reicht nicht heute die 2 Stunden. Ich nehme mal an, dass alleine dieses Thema, wenn ich auf den Lernpfad von Microsoft gehe, würde ich mal sagen, 2, 3 Tage Arbeit ist, sich durch alles durchzuhangeln und in der Tiefe sich anzugucken. Lohnt sich das? Ich kenne eure Kunden nicht. Ich weiß nicht, wie die darauf reagieren. Ich glaube aber, dass ein paar schon auch aufgeschlossen sind für das Thema. Also wenn ich einfach nur hingehe und im Moment die ganzen Newsletter und Webseiten und jeder schreit, boah, Ransomware, boah, Security-Attacken. Und dann kommt der Kunde und sagt, ja, wir sind doch Skillocation, nur 3 Leute. Wir brauchen das doch alles, sei es viel zu teuer und uns wird schon keiner angreifen. Dann kann ich da erzählen und erklären. Und wenn ich Glück habe, sagt mein Kunde, ja, ich verstehe es, wir müssen da was machen. Wenn ich Pech habe, sagt mein Kunde, nachdem ich 1 Stunde erklärt und gezeigt habe, ach, wir machen das doch mit den Fähnchen, wir bleiben bei Avira. Also, ja. Kunden sind ganz oft unempfänglich für das Thema. Und da hilft etwas, ich komme gleich auf die Folie zurück, aber mir fällt es jetzt gerade ein. Das nennt sich Storytelling. Und zwar nicht einfach Geschichten erzählen, sondern ich gehe nicht mit der Bedrohung, mit dem Painpoint, also mit der Security-Bedrohungsthematik direkt auf den Kunden zu und steige ihm auf die Füße, sondern ich erzähle ihm von einem anderen Kunden, der so ähnlich ist wie er, hat auch ein A im Firmennamen, irgendeine Ähnlichkeit welchen finden. Und dem ist was passiert. Und der hat eine Ransomware, weil das passiert ist. Und der hat eine Datei aus dem Internet runtergeladen. Das war ein Makro-Excel. Und schwupp hat er sich einen Trojaner eingefangen und eine Ransomware und musste 50 Millionen Euro zahlen an Ransomware-Erpressungsgeldern. Oder. Ein anderer Kunde hatte das Problem. So dass unser Kunde anfängt, drüber nachzudenken. Und dann kann ich ihm eine Lösung aufzeigen, und jetzt gehe ich hier drauf ein, die nicht ganz trivial ist, weil Persistenz durch WMI-Ereignisabonnement blockieren, da sagt mein Kunde, oh, das brauche ich. Der wird sagen, hä, was ist denn das? Und wenn ihr 5-mal sowas hier zeigt und 5-mal sagt, ich weiß es nicht, habt ihr nachher ein Akzeptanzproblem. Ich sage mal, Kompetenz schafft Akzeptanz. Was man machen kann, entweder SAP war, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit oder echte Kompetenz. Echte Kompetenz heißt, wenn du nicht weißt, was das ist, Kunde, dann sage ich dir, das ist auch nicht so wichtig, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was wir brauchen, ist Einschleusung von Code durch Office-Anwendungen in andere Prozesse oder auch ausführbare Inhalte in Office-Anwendungen. Das ist die riesengroße Gefahr, sich in Makrovirus einzufangen. Wenn wir hier sagen, komplett blocken, ist auch doof, weil eventuell lade ich mir eine Preisliste eines Anbieters runter, in der ein Makro drin ist und die kommt aus dem Internet und oder per E-Mail-Attachment und ich will aber die Makroaktivierung. Überlasse ich jetzt also meinem User, er kriegt eine Warnung und sagt, bitte doch ausführen oder blockiere ich es oder mache ich einen
Prozess dahinter mit Power Automate oder was auch immer, aber überleg dir eine Lösung, Kunde. Oder ich überlege mir die Lösung, weil ich dich gut kenne und weiß, dass ihr folgendes Szenario habt und dann kann ich dir dabei helfen. Also, ihr müsst nicht alles kennen, also Windows 32, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, das Wort, Win32 API, Schnittstellenaufrufe aus Makros, ist, sollte man erklären können, aber jetzt hier Persistenz durch WMI, Ereignis, aber weiß ich auch nicht genau. Also Windows Management Instrumentation hieß das, glaube ich, aber da bin ich dann auch raus, ja. Müssen die Techies müssen das dann alles wissen. Jetzt mal ganz kurz mit Blick auf die Uhr, perfekt. Kleiner Ausflug. Ihr wisst hoffentlich alle, nein, ihr wisst es nicht, deswegen gehe ich nochmal auf meine Folie. Das ist innerhalb von Office 365 gibt es ja zwei Office-Pakete, die Microsoft 365 Apps für Enterprise. Haben wir im Sales Strategy Tag ganz ausführlich gemacht. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber auf jeden Fall müssen wir jetzt darüber sprechen. Denn in den Microsoft 365 Apps for Enterprise und überall da in den Plänen, wo die enthalten sind, gibt es Gruppenrichtlinien für Office. In den Microsoft 365 Apps for Business ist keine Group Policy Management Funktion mit enthalten. Ganz oft habe ich Kunden, die sagen, aber das brauchen wir unbedingt, Gruppenrichtlinien. Dann nehmen wir lieber das große Office und machen dafür ein Business Standard und kombinieren das dann, weil sie Group Policies brauchen. Und selbst in einem, kommt doch nicht als nächstes, in einem Business Premium sind keine Gruppenrichtlinien enthalten. Erst in den größeren, dann wieder Enterprise E3 oder E5 Bundles. Ja? So, jetzt gucken wir nochmal das an, was ich euch gerade gezeigt habe. Attack Surface Reduction mit der Blockade von Office Makros. Und Attack Surface Reduction ist in Defender for Plan 1 dabei und der wiederum in Business Premium. Eventuell, ich kann das nicht pauschal sagen, besprecht das mit euren Kunden, überlegt selber mal länger. Ist das schon ausreichend, dass der Kunde sagt, das wollte ich mit Group Policies abfangen? Dass der eigene Buttons in der Office-Oberfläche hat oder irgendwelche Anpassungen von Vorlagen, Templates oder irgendwas, kann man alles anders hinkriegen. Aber die Office-Makros sind ganz oft gerade bei kleineren Kunden ein Thema gewesen, weshalb die Group Policies in einem Cloud Office brauchen. Und das wäre hierdurch abbildbar. Probiert's mal. Also ich habe es jetzt ein paar Mal bei Kunden probiert und da hat es funktioniert. War genau, ach, das ist ja cool. Ja, dann können wir uns ja das ganze Group Policy Gedöns sparen. Ja, hat es funktioniert. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Also, Attackenreduktion. Angriffsfläche reduzieren. Habe ich jetzt alles. Ja, das war das Wichtigste. Jetzt kommt noch was. Das hatte ich eben schon als Web-Content-Filtern mit drin und das fällt unter ASR. Ist aber ganz woanders und zwar findet sich das unter Endpunkte hier und hat dann hier unten Webinhaltsfilterung. Was macht das? Naja, das deutet es ja schon ein bisschen an. Also es gibt Mobile Device Management Hersteller, total cool, mit denen kannst du URLs sperren, dass die User keine bösen Webseiten ansurfen. Oder du kannst auch Dropbox sperren, ja, oder Gmail oder sowas. Und vor allen Dingen böse Webseiten im Sinne von jugendgefährdender Inhalt in der Firma, rechtsradikal, ja, Darknet, alle diese Geschichten. Diese Tools funktionieren oft, es gibt auch bessere, aber viele funktionieren, indem du manuell die URL, die du blockieren möchtest, in eine Blacklist einträgst. Oh, viel Arbeit, insbesondere weil du die URL dann einmal kennen musst, also vielleicht auch angesurft hast. Auch ganz schwierig bei bestimmten Content, sage ich jetzt nicht. Was eine Microsoft macht, ist, die bietet dir das als Kategorie an. Und wenn du jugendgefährdenden Inhalt oder kriminelle Handlungen, auch selbst Waffen, ja, das finde ich total krass. Weiter unten in der Liste, die ich euch nicht zeige, kommen noch mehr Contents. Und das heißt, du als Kunde oder ihr als Partner für den Kunden, Betrügen in der Schule ist süß.
Ich wusste nicht, dass man auf die Idee kommt, danach zu googeln, aber scheinbar gibt es das. Also, und hier, jetzt ist die Überlegung, wenn du Waffenhändler bist als Kunde, dann solltest du das nicht sperren. Wenn du illegale Drogen verkaufst, solltest du das auch nicht sperren. Aber du sollst als Kunde überlegen, jetzt bin ich rot geworden, du solltest als Kunde überlegen, was klickst du da an, was konfigurieren wir hier, Spiele zum Beispiel, ohne dass du die exakte URL kennen musst. Das macht alles eine Microsoft für dich, indem sie die Angriffsfläche reduziert und nach Kategorien Websites blockiert. Ist aber kein Feature aus Mobile Device Management, weil das gilt ja auch für Desktops. Und deswegen ist trotzdem auch kein Feature aus Intune, sondern kommt erst durch Attack Surface Reduction, aber wiederum in die Endpoint Management Geschichte mit rein. Deswegen auch in Intune mit drin als Feature. So, das war ASR. Lasst mich kurz, nicht, dass ich die Pointe gleich versaue. Genau, Next Generation Protection haben wir eigentlich schon gemacht, Schutz der nächsten Generation. Dieses, wie hieß es jetzt auf Deutsch, blockieren, jetzt habe ich vergessen, wie es auf Deutsch hieß, stand eben auf Deutsch auf der Folie, vielleicht steht es hier. Nee, heißt offiziell Block at First Sight, also Buffs, auch schön. Und macht diese Zero-Day-Attacken, die übrigens, hat mir jetzt gerade wieder ein Security-Mega-Profi bestätigt, immer so ein Horror-Szenario sind, aber tatsächlich gar nicht so häufig vorkommen. Die meisten Hacker programmieren keine Zero-Day-Attacken, also völlig unbekannte neue Viren, sondern setzen auf bekannten assistentengesteuerten Tools auf, die man im Internet über bestimmte Webseiten schön herunterladen kann. Allein das wäre mal zu blocken und wandeln dann höchstens den Virus ein bisschen ab. Also es ist nicht unbedingt eine Zero-Day-Attacke. Aber trotzdem können wir das schon mal hier mit reinnehmen. Beim ersten Sichten blockieren, da steht, so hieß das auf Deutsch, können blockiert werden. Defender Antivirus sperrt die Datei. Wenn die verdächtig ist, lädt sie in die Cloud hoch. Da hat neulich jemand gesagt, heißt das dann, dass der Defender jede Datei, die als Attachment runtergeladen wird, einmal in die Cloud hochlädt und kontrolliert, ist das eine Zero-Day-Attacke? Nein, natürlich nicht. Und wenn du gute Regeln und Conditional Access und vertrauenswürdige Sites und vertrauenswürdige Sender im E-Mail und so weiter alles eingerichtet hast, dann ist genau das, dass das hier mit diesem Zero-Day-Geschichte passiert und das hochgeladen wird, relativ selten, dass das passiert. Außerdem, wenn es per E-Mail reinkommt, hat Microsoft die Attachment-Datei ja schon und checkt die auch erstmal serverseitig, also cloudseitig durch. Das mache ich nochmal groß, weil ich selbst nicht lesen kann. Ach, das war das, was wir vorhin schon hatten. Genau, als Wiederholung nochmal hier auf der Seite. NGP, schöner Name. Jetzt kommen wir zu, ach guck, EDR. Das taucht ja in Sachen Security öfter mal auf. Ist ja ein stehender Begriff, hat Microsoft auch, aber nur im Englischen. Wenn das wieder als deutsches Featurechen auftaucht, komme ich nicht darauf, dass das EDR ist. Was ist EDR? Endpunkterkennung und Antwort. Wieder im Endpoint Manager, Admin Center mit dabei. Und ist, weil ich mache es groß, dann können wir es alle schön lesen. Und ist verhaltensbasierte Erkennung und Reaktionswarnung in Echtzeit identifiziert durch Sicherheitsanalysten, die dann aufgrund der Warnung irgendwas priorisieren können. Ja? Das heißt auch da, das was viele, viele Virenscanner-Hersteller machen, habe ich bei Microsoft Defender vor Endpoint, das muss ich wieder überlegen, warte, Plan 2 oder vor Business schon mit dabei, ist also eine echte EDR-Lösung. Lasst mich einmal kurz, ich habe die Folien neu zusammengestellt. Kommt das jetzt oder kommt erst, genau, kommt jetzt. Das gehört natürlich auch wieder in ein Zero-Trust-Konzept. Ich traue nichts und niemandem. Und da sind nochmal die Features. Und das ist eines der Features, was damit reinfällt. Und jetzt wird es für Carola schwierig, weil
Es gibt SQL, kennt ihr alle, Structured Query Language, ist eine Abfragesprache für strukturierte Datenbanken, wie beispielsweise den Microsoft SQL Server. KQL oder KQL ist eine Abfragesprache für Security-Protokolle. Und wenn ich jetzt einen Kunden vor mir habe, dem ich zeige, was Advanced Hunting ist, ein Feature von EDR, kann, dann werden einige Kunden sagen, boah, wie genial. Und andere werden sagen, ach du lieber Himmel, da muss ich ja erstmal eine Programmiersprache, in Anführungszeichen eine Abfragesprache lernen, damit ich hier auch nur irgendwas auswerten kann, geht das nicht alles auch automatisch. Und da muss ich wieder aufpassen, wen habe ich vor mir. Bitte zeig das nicht einem Small-Business-Kunden, der das Gefühl hat, er muss jetzt hier selber auswerten, ob Barbara Moreland irgendwie einen Angriff gerade ausgesetzt ist oder nicht. Also ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Thema. Und das ist krass. Also entweder ihr arbeitet euch da ein oder der Kunde hat einen eigenen Cyber-Defense-Unit und hat eigene Threat-Experts, die sich damit auskennen. Weil das ist das mächtigste Werkzeug wahrscheinlich überhaupt. Aber ist halt nicht gerade mehr klicky, klicky Microsoft, ne? Brauchst du Ahnung. EDR als Feature mit dabei. Und damit kommen wir zum letzten. Und hier komme ich gleich nochmal drauf zurück. Weil es gibt ja nicht nur EDR, sondern noch mehr. Und wir kommen zum letzten, Auto-Investigation and Remediation, schön auf Englisch, und macht automatische nicht nur Untersuchungen, sondern auch Reaktionsaktionen. Und da steht jetzt manuell, aber das ist natürlich auch auf Regeln basierend und damit kann ich das auch automatisieren. Ich finde, das Wort manuell klingt schon wieder nach Arbeit. Nichtsdestotrotz, das ist Arbeit. Also das ist nicht klicky-klicky. Wir sind hier in hochwertigen Funktionen, die hochwertig Ahnung abverlangen von euch. Also Auto-Investigation macht eine automatische Untersuchung und Behebung, also auch das automatisierte Beheben. Und zwar aufgrund von, da haben wir wieder die KI irgendwo mit drin, Alarmen, die irgendwo losgehen und Regeln, was aufgrund von Analysen passieren soll. Also Gerät isoliert, alle Geräte isoliert, Netz, Firewall angeschaltet, nichts mehr kommt durch, alle Rechner ausgeschaltet, Strom ausgeschaltet, was auch immer wir als Reaktion auf so eine automatische Warnmeldung machen. Das sieht so aus. Ich habe hier mein Device Inventory. Wir sind wieder in unserem Defender 365 Portal. Und da ist jetzt eine Warnmeldung mit einem hohen Risk-Level eingegangen für dieses Device. Da ist ein Windows 10 drauf und der Gesundheitszustand ist Health und das ist geonboardet. Jetzt gehen wir da rein und gucken in die Details und da siehst du jetzt genau bis hin zu, was ist da für eine Attacke, was gibt es im Internet an Infos dazu, bis hin zu isolier das Device manuell oder... Warte, ich muss erst wieder gucken, was kommt als Animation. Ja, oder gehe in das Action Center und mache jetzt hier ein Regelwerk, was aufgrund von meinen Regeln hier dann umgesetzt wird. Oder mach lieber einfach nochmal einen Virenscan. Also auch sowas ist hier entsprechend mit drin. Das haben wir. Sehr cooles Feature und da kommt nochmal mein Graph, ja, weil da überall KI drin ist. Und deswegen habe ich eben erklärt, warum KI in der Security so wahnsinnig wichtig ist. Und wer kann die KI ganz gut in der Cloud? Jemand, der Zugriff auf viele Daten hat. Jetzt muss ich wieder überlegen, wo ging die Demo los? Ich glaube hier. Der Alan hat ein E-Mail bekommen mit einer Phishing-Attacke auf seinem Desktop. Über diese Phishing-Attacke hat der Hacker eine Backdoor installiert, die auf die gesamten, steht hier gar nicht, E-Mails von dem E-Mail-Kontakte von dem Alan durchforstet und irgendwo nach dem Wort Administrationsabteilung oder IT-Abteilung, mache ich mal als Beispiel. Hat der Alan an die firmeninterne IT-Abteilung ein Mail geschrieben, ist es relativ wahrscheinlich, dass der Alex Wilber, der Adressat, der Empfänger war, dass der Administrator in der IT-Abteilung ist. Also wird als nächstes der gefischt und kompromittiert. Und auf diese Weise kann ich Zusammenhänge von Knoten und Linien, Graphentheorie,
Und dann ist das hier wieder mein Intelligent KI Security Graph Muster erkennen. Je mehr Daten, desto konkreter die Wahrscheinlichkeit, um die Vorhersage für so ein Muster zu machen. Und da habe ich jetzt wieder direkt, wenn die Wahrscheinlichkeit, also dass hier eine sehr konkrete Vorhersage getroffen wird, hoch ist für das Risiko, bitte automatisch Gerät isolieren. Ja, können auch andere Anbieter, aber hey, Microsoft kann es auch. Und wenn du guckst, was hat der Kunde für Anbieter alles insgesamt im Einsatz für EDR, für DES, Mobile Device Management, versus alle diese Tools, die wir gerade angeschaut haben, und ich rechne jetzt mal die Gelder aus, die ein Kunde für alle diese Tools bezahlt, versus ein Microsoft 365 Business Premium, insbesondere als Bundle, dann ist die Überlegung, können wir nicht doch den ein oder anderen Dienst rauswerfen. Bitte super aufpassen, wenn ein Kunde sagt, Fortinet, coolstes Tool der Welt, ich will nie irgendwas anderes machen, die sind die besten, die es überhaupt nur gibt, dann behalte es. Ich will dich ja nicht zwingen, es rauszuwerfen. Wir müssen nur eine kalkulatorische Gegenüberstellung machen. So, und alle die Defender-Produkte, die wir heute kennengelernt haben, mit dem schönen Graphen dahinter, laufen da ein. Wieso kommt denn der jetzt? Okay, den habe ich vorhin erwartet. Und helfen mir schon mal sehr, sehr gut, Attacken rauszuhalten. Was mir auch hilft, ist Mitarbeiterschulung. Also MFA und all Gedöns, aber Mitarbeiterschulung. Versucht den Leuten klarzumachen, was eine Phishing-Attacke ist, warum das böse ist, was da passieren kann, etc. Und es gibt von Microsoft ein Tool, das steht hier unter Tutorials. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen hat, das Tutorial zu nennen. Das ist ein Angriffssimulation oder ein simulierter Angriff, und zwar mit Hilfe eines Tutorials, ja. Und zwar sind da Vorlagen mit dabei, die eine Microsoft einem anbietet, um zum Beispiel eine Phishing-Attacke mit den Mitarbeitern zu forcieren, die allerdings harmlos ist. Wenn man nachher dann draufklickt, wenn da steht, gib dein Kennwort ein, dann kommt die Meldung, du bist gerade gefischt worden, keine Sorge, wir wollen dir nur zeigen, worauf du achten musst, hier ist das Training dazu. Ja, also da passiert nichts. Das finde ich super, bitte ein bisschen anpassen, weil die Mailvorlagen, die da drin sind, die sind halt so englisch, Black Friday, da fällt überhaupt keiner mehr drauf rein. Da bitte irgendwas Sophisticatederes machen. Ja? Habe ich die Zeit? Ja, die habe ich noch, die nehme ich mir noch. Und zwar zeige ich euch das kurz. Ich sammle gerade im Moment so ein bisschen Phishing-Attacken und böse Mails, was alles so durch die Gegend flirrt. Na, wo ist die Maus hier? Und sammle das gerade ein und werde selber sogar so ein Training, was wir Anwendern nachher, also was wir nachher Kunden an die Hand geben können, die es wiederum ihren Anwendern geben, zum Sensibilisieren von sowas, sammle ich gerade, was so reinkommt. Und ich kann natürlich hauptsächlich die benutzen, die bei mir reinkommen. Ja, sag mal, gehst du jetzt hier rein? So. Und ich zeige euch was. Das ist das Letzte, was ich gerade bekommen habe. Kriege ich das nicht kleiner hier? Okay. Also pass auf. Entschädigung von der Europäischen Union. Die E-Mail-Adresse ist schon so verdächtig. Natürlich falle ich da nicht drauf rein. Und es ist auch sogar im Junkmail gelandet. Aber ich finde es so schön. Sehr geehrter Begünstigter. Ja, herzlichste Glückwünsche. Wir freuen uns, dass Sie wegen Corona eine finanzielle Entschädigung von, weil ich auch so große Zahlen nicht aussprechen kann, hat man extra für mich den Betrag nochmal so genannt, von der Europäischen Union Compensation Board. Ja, mega deutsch, mega super. Antworten Sie für weitere Details, Uschi. Ich kann euch noch viel mehr von diesen Dingern zeigen, aber den finde ich halt besonders schön. Super deutsch, klingt total cool. Ihr kennt alle, der Verwandte ist gestorben und hat 3 Millionen hinterlassen und melde dich. Ich weiß nicht, was die Leute wollen, dass, wenn ich darauf antworte, passiert ja nichts. Wir haben das Mail tatsächlich durchforstet. Es war völlig harmlos. Da war nicht mal irgendwie eine Pixel-Attacke oder irgendwas dabei. Die wollen nur validieren, ob ich antworte, um mir dann irgendwas Böses zu schicken. Das heißt, die machen schon mal eine Vorselektion, wie empfänglich bin ich für sowas, und werten wahrscheinlich über eine KI dann aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, Carola, dass sie ihr Passwort hier reinpackt. Also, macht die Leute sensibel dafür beim Kunden, dass sie möglichst wenig auf sowas reinfallen, dass sie sensibilisiert dafür sind. Dazu gehört auch eine Menge Geschichten, wie zum Beispiel Branding, machen wir aber im Security-Webinar.
wenn wir das Thema Ransomware nochmal genauer unter die Lupe nehmen. So, was habe ich noch? Ach, jetzt sind wir ja aber sehr gut in der Zeit. Warum habe ich jetzt, ich weiß, ich hatte das umgestellt. Jo. Ein paar Hinweise. Windows Defender for Business braucht ein Windows 10, geht nicht auf Windows 7. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja. Genau. Ja. Keine Windows- und Linux-Server. Da gibt es eine Neuerung. Linux-Server sind jetzt, ich glaube, Preview. Und es gibt Defender for Windows-Server auch seit neuestem war Preview, ist jetzt gerade umbenannt worden, vorgestern. Habe ich jetzt heute nicht mit drin. Bitte, die Webseite von Microsoft steht jetzt relativ drin. Da gibt es auch Windows Defender for Server. Da gibt es einen Plan 1 und einen Plan 2. Ist relativ gut erklärt auf der Webseite. Habe ich jetzt keine Folien für heute mit eingebaut. Das ist noch von der Preview. Okay. Ja, kann man nachlesen. So. Security-Lernumgebung. Oh, da ist aber Stundenmaterial. Deswegen habe ich vorhin überlegt, als ich gesagt habe, man sollte 2-3 Tage investieren, weil ich nicht mehr genau wusste. Ich hatte das mal ausgerechnet, wie viele Stunden das hier sind, wie viele Tage ich investieren muss, um allein das alles durchzulaufen. Und da sind echt gute dabei. Also das ist kein Marketing-Geblubber, da ist auch wirklich Technologie mit drin. Aber Arbeit mit der Kompetenz. Und dann auch nochmal die ganze Dokumentation dazu lesen. Ja, oder einfach mal was nachgucken. Das waren die Infos. Jetzt nochmal einen Schritt weiter. Ich habe eben gesagt, man hat andere Sicherheitstools im Einsatz. Da machen wir mal eine kleine Inventarisierung, Kunde. Was hast du denn alles für Tools? In welchen Bereichen sind die denn alle unterwegs? Was davon gibt es gar nicht von Microsoft? Womit integriert sich eine Microsoft? Was können wir als Managed Service Provider sonst noch dazu nehmen? Was sind Microsoft Security Solutions, die sonst noch mit reinfallen? Also zum Beispiel Backup und Disaster Recovery. Super Thema, gehört auch zur Security im weitesten Sinne. Und was ist alles in einer E5 mit dabei? Wow, das ist ja schon viel. Das ist nicht viel, das ist ja wieder nur ein Bruchteil von dem, was ich eben alles gezeigt habe. Aber es klingt schon mal cool. Also von daher ist diese Folie gut. Jetzt sagt eine Microsoft, wenn du ein Microsoft 365 E5 erwirbst oder auch nur das Security Add-on, das mache ich jetzt heute nicht, kannst du bis zu 26 andere Security-Anbieter rauskicken. Theoretisch. Ich meine, wenn der Kunde nur 3 hat, kann er auch nur 3 rauskicken. Ja, und auch noch nicht mal das gesagt. Also ich finde das wieder so ein Microsoft-Satz, da tue ich mich schwer. Aber die Idee ist natürlich schon krass, wenn wir einmal eine Inventarisierung machen. Da sind ein paar Ideen. Was hat der Kunde alles? Was wird davon abgebildet? Das heißt aber, dass ihr nicht nur Microsoft-fit sein muss, sondern auch, wenn der Kunde sagt, Bolden James, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, dann hat der Kunde das im Einsatz und ihr müsst wissen, was das macht, um dann Azure Information Protection, Purview Information Protection platzieren zu können. Das ist nicht trivial. Ich sage es jetzt nicht nochmal, Kompetenz schafft Akzeptanz. Und eine Microsoft sagt, wenn ihr das aber alles könnt, dann könnt ihr aus dem E5 unglaublich viele Kosten einsparen, womit sich das Ding schon selbst gerechnet hat. Vorsicht, ja, der Ansatz ist super. Was sparst du dir an der Stelle ein, wenn du das aus dem E5 oder aus einem Business Premium machst und den Defender for Endpoint einsetzt, statt deiner anderen 3 Tools dafür? Mach das vorsichtig mit dem Kunden, mach das nicht so plump, mach das mit einer leeren Excel-Tabelle, aber mach das. Wenn der Kunde sagt, er will nicht, kann er auch beides machen, weil wir müssen nicht nur Microsoft machen. Und damit kommen wir in das Mehr mit H. EDR haben wir eben erklärt. MDR nennt sich Managed Detection and Response. Da spricht man in der Regel davon, wenn das hier zusätzlich mit einem Managed Service, also ich kümmere mich drum, kombiniert ist. Und XDR ist gerade der coolste Name, steht für Extended Detection and Response, geht also darüber hinaus. Und da fällt endlich das Wort SIEM und EPP. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, was EPP ist. Wusste ich mal, habe ich gerade vergessen.
Und deswegen gehen wir jetzt natürlich auch und sagen, hey, das kann eine Microsoft auch. Wir haben ja heute nur die Defender-Familie besprochen. Wenn du jetzt in Richtung SIEM und XDR weitergehen möchtest, dann nehmen wir die Defender-Familie und nehmen den sogenannten Azure Defender, der aber nicht mehr so heißt. Ja, der heißt jetzt Defender for Cloud. Der macht Portal Security über alles, was auf Azure läuft. Deine Server auf Azure, virtuelle Server, deine SQL-Datenbanken security-mäßig und so weiter. Alles, was Microsoft ist, auf Azure. Oder jetzt wird es richtig schön, aber jetzt klingelt der Geldbeutel beim Kunden. Ja? Du nimmst die ganzen Microsoft Defender-Sachen, packst den Defender for Cloud mit dazu, hast jetzt zwei Portale und gehst dann hin und integrierst das in ein Portal, wo dann die sogenannten SIEM-Daten zusammenlaufen und das ist Microsoft Sentinel. Schöner Name, nicht ganz günstig. Es ginge auch günstiger, aber wenn du das willst, na klar, gibt es auch was von Microsoft. Und dieses Sentinel ist jetzt nochmal die Skizze ein bisschen anders. Da sind die Microsoft-Sachen, bitte aufpassen, hier stehen die alten Namen, aber ich habe keine aktuelle Skizze in der Form gefunden. Jetzt kannst du auch noch dein Fortinet und dein Symantec, Avira weiß ich jetzt nicht, hier mit reinlaufen lassen. Ja, und auch noch diese Third-Party-Datenquellen nutzen, um in dein SIEM-Szenario XDR, wie wahrscheinlich ist es, dass das und das und das zusammen, also auch wenn Fortinet noch eine Meldung bringt, nehmen wir die auch noch mit rein. Ganz günstig wäre, wir setzen einfach nur einen Virenscanner ein. Das ist noch nicht mal gut. Ja? Gut wäre ein Backend zum Virenscanner. Gut wäre ein Next Generation Echtzeit, nicht nur stupide Virensignaturen. Besser wäre Defender for Endpoint. Noch besser wäre Defender Familie. Best wäre vielleicht das. Sag du mir deinen Reifegrad, Kunde, wie viel Security brauchst du? Und das ist eine Risikoabschätzung. Und ihr müsst dieses Risiko natürlich auch ein bisschen schüren. Weil das Risiko ist, da müssen wir nichts erzählen, extrem groß. Und wenn der Kunde jetzt sagt, ja, abgesehen von Fortinet haben wir auch noch virtuelle Maschinen auf Azure, macht er nichts. Auf Amazon kriege ich AWS auch noch mit hier rein und habe in Sentinel so ein richtig mega Portal in der Übersicht. Wer es braucht dann, ja? Und wir haben Kunden da draußen, die es brauchen. Und euer Lighthouse, ich wusste nicht mehr, ob ich die Folie noch mit drin habe, zeigt euch an, welcher Kunde nicht nur ein Problem hat, sondern wie hoch der Score ist. Und wenn der jetzt permanent Problemchen hat und der Score ist zu niedrig und wir müssen mal was tun, dann ist das doch ein perfektes Upsell-Szenario. Nicht nur du rufst den Kunden an, wenn er ein Problem hat, sondern du rufst den Kunden an und sagst, Mensch, wir müssen mal was tun, damit dein Score mal ein bisschen höher wird. Lass uns mal über SIEM reden. Oder kleiner, je nachdem, was der Kunde hat. Gut, da nochmal allgemeine Verfügbarkeit und ein paar Hintergrundgeschichten. Und ich bin kein Freund von Gartner-Quadranten, weil Microsoft Gartner-Quadranten immer nur auflegt, wenn sie ganz vorne sind. Bei den anderen werden sie nicht erwähnt. Wenn ihr den, das ist gar nicht Gartner, oder? Das ist IDC, Entschuldigung. Die machen auch keine Quadranten, die machen das viel hübscher. Aber ihr seht, wo eine Microsoft da vorne steht und wo sich die anderen tummeln. Wer hat die Studie bezahlt? Wahrscheinlich Microsoft, ja. Deswegen bin ich kein Freund von sowas. Also lasst den Kunden entscheiden. Aber benutzt sowas, um mit dem Kunden mal drüber zu diskutieren. Wo siehst du eine Microsoft hier? Kannst du das nachvollziehen, warum Microsoft hier steht? Kannst du nachvollziehen, was mit Kaspersky passiert ist? Was ich übrigens, aber darüber reden wir jetzt heute nicht, Katastrophe finde an der Stelle, aber anderes Thema. Und damit haben wir es geschafft, in der Zeit, wenn ich irgendwas kann, dann pünktlich aufhören, 2 Stunden durchgeredet, 2 Stunden zugehört, hoffentlich alle, kein technisches Problem. Da bin ich auch schon immer froh und von daher sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt jetzt noch ein paar Fragen für mich. Ja, super, Carola, vielen Dank. Ja, fast eine Punktlandung und wir haben eine Frage reinbekommen. Ja, und die lese ich mal vor und die lautet, Azure Sentinel, geht das auch mit Daten aus Microsoft 365 Business Premium
Oder muss der Kunde dann auch eine Defender Plan 1 oder 2 dazu buchen? Das ist eine super Frage und ich weiß, dass ich es auf irgendeiner Folie stehen habe, die heute aber nicht dabei war. Reichen wir nach als Antwort, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ich schreibe es mir auf. Super Frage. Okay, alles klar. Gut, dann das war Stichwort. Die Unterlagen hast du ja schon ein paar Mal erwähnt. Die gibt es natürlich wieder. Wahrscheinlich im Laufe des morgigen Tages werde ich die rumschicken. Und ja, ansonsten, da jetzt sonst auch keine Fragen mehr reingekommen sind, können wir jetzt auch pünktlich Schluss machen. Ja, und Dann können nachdem wir du da. auf die Pause verzichtet, ja, und haben den ganzen Stoff durchbekommen. Genau, deswegen nochmal danke, Carola, an dich. Sehr Danke an alle gerne. Teilnehmer und gerne bis zum nächsten Mal natürlich. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.